Weißt du, wo Mohammed und der Djinn-Bruder da ihre Hochzeitsnacht hatten oder was auch immer? Der hat ihn nicht losgelassen. Dann sagt er, Hamdi, ja. Der sagt, du hast die komplette Sahih Bukhari-Buch hat er angeblich selber geschrieben und gefälscht. Wollte er jemanden unterstellen. Sagt er, du hast die ganze Buch gefälscht, ja. Und dann hat der Christian gesagt, er so, okay, kein Problem, dann gehen wir zurück auf deinen Koran. Öffne diese Sure, weißt du? Und Hamdi weg, Bruder, der ist weggerannt. Feierabend. Ah, mit Rob Christian war das? Nein, 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 der heißt Chris, Bruder, das ist ein Ägypter, ja. Okay. Aber die sind, boah, also ich habe die Truppe von denen gesehen, gell, die streamen auch. Ich schick dir mal später Link, Bruder, kannst du mal reinhauen. Ey, die sind brutal. Die sind echt. War das der Link, den du mir geschickt hast, so um 2, 3 Uhr die Nacht? Ja, Bruder, genau Um die da. Uhrzeit war Genau. der, haben die noch online? Ja, Bruder, ich hab seinen Djinn aufgeweckt, Alter. Ich war so Ding. Ich war so, sag ich mal, geladen, weil er mich doch so wieder blockiert hat, weißt du? Der hat mich blockiert. Ich habe gesagt, ich Ja. lasse den nicht in Ruhe. Ich muss mich an seine Leute vergreifen. Wahrheit, Bruder, war auch dabei. Shalom. Ja, Das kann Aleikum doch nicht Shalom. wahr sein. Aber wie hast du, also ihr wart ja natürlich wach bis 2, 3 und wie hast du dem Was? den Link gesteckt, wenn der dich blockiert hat? Bruder, wir waren, nein, wir waren am Stream, Dieser Bruder, böse und Geist hat mich bis 7 Uhr morgens wach gehalten, ja, dieser böse Geist hier. Wir waren am Stream, Bruder, und ich habe dann gesehen, dass seine Gummibärchenbande bei uns im Stream ist. Dieser Mosaik und so. Und wenn du dann Ja, da einen war von seiner ich. Gummibärchenbande hochholst und der sitzt im Kreuzfeuer, dann rennen die doch zu Hamdi und sagen, komm, komm. Verstehst Ah, okay, das war dann, du? wo ich gegangen bin, wo Ehren die noch einmal kam, das zweite Mal. Ja, genau, Bruder. Bruder, Harut, Bruder, ich stehe auch im Koran. Ich stehe unter der beste Listenspiel. Makirin. Wahnsinn. Gestern war es schon heftig, ja. Hey, wir haben echt Spaß gehabt. Ja, der macht das die ganze Zeit. Der kommt einfach in letzter Zeit, sagt was und geht nur noch weg. Ich glaube, der kann das nicht mehr. Der trägt das nicht mehr. Weißt du, welche Hadith es ging? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, das war gestern, wo ich gesagt habe, nee, vorgestern oder gestern, wo ich gesagt habe, ich habe hier einen Hadith, wo einer auf Prophet reitet. Auf seinen Rücken reitet. Wir haben das aber nicht gezeigt. Ich habe nur so kurz dazwischen gesagt. Es ging, Kann es sein, ging, ja. Wir haben nicht es ging. reingeguckt. Wir haben nicht reingeguckt, glaube Nein, ich. nein, wir haben nicht reingeguckt. Ja, es ging genau um diesen Hadith. Oh Mann, welche Nummer ist das? Schau, ich bin gerade im Auto unterwegs. 1798. Bruder. Bruder, 1798. Was war das? Was war das, Bruder? Die Nummer war auf jeden Fall 1798, das weiß ich noch. 1798, sei Muslim, vielleicht? Guck mal, Oder Bukhari. das war nicht Muslim, das war Warte, nein, irgendwas warte, mit warte, 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 warte. Geist. Ahmad. Geist. Das steht Ja. in Sanad Ahmad. Oder Ahmad oder Muhammad war das, irgendwie sowas. In seinem Sanad stand drin. Ich habe mein anderes Handy gerade nicht dabei. Ahmad, Ahmad, genau. Genau, Ahmad. Irgendwas. Musnad Ahmad? 332, glaube ich, war das, bis 34. 332 bis 334. Oder? Nein, Bruder, Okay, gucken wir gleich. Musnad 1700, Ahmad. Wir noch gucken was hat gleich er doch rein. gesagt, Bruder. Okay. Hallo, ich grüße dich. Sam, Gott segne dich, mein Lieber. Danke dir, danke dir. Ich gucke mal rein jetzt, Musnad Ahmad, 1798. Also nach meines Wissens, Ist das ne? dieser ganz lange Hadith? 1798, Bruder. Ist 1798. das dieser ganz lange Hadith, wo er geritten wurde von den Dschinns, Bruder? Den kenne ich. Nicht von den Jins. Von niemand anderem. Von einer von seiner Leuten. Ah, okay, Bruder, aber Musnad Ahmad, Bruder, er haben war die mit Angst zu einer. übersetzen? Muss bei Musnad Ahmad, haben die Angst zu übersetzen, gibt es nur auf Arabisch. Ja.
Wir haben doch Wahrheit, unser Bruder hier. Der kann doch Soll ich perfekt zeigen Arabisch kurz? lesen. Okay, warte kurz. Ich kann auch gut Arabisch, wenn ihr Hilfe braucht. Okay, warte, wir lesen den jetzt. Ahlan, Wir lesen jetzt von Imam Wahrheit, Musnad. Bruder, wir haben das Video. Wir haben das Video, du musst das übersetzen später. Wer möchte? Soll ich übersetzen oder er? Oder? Ich gucke mir das Video durch an. Ich bin gerade beim Autofahren, ja? Alles klar, alles klar. Dann, okay. Wenn das geht, ein bisschen ruhiger halten. Okay, hat Sufyan, okay, der erzählt über jemanden, der Sufyan heißt, über Seyyed, das ist eine andere Person, weil das erzählt man halt im Islam, dass über eine Person wird über eine Person erzählt. Okay, okay, Was okay. macht immer diese an weg, Richtig, bitte? richtig, richtig, Von genau. Ich lasse weg. das weg. Kannst du mal ein bisschen nach links schwenken? Ja, genau. Oh, das ist wirklich auch. Das ist auch ein bisschen kompliziert. Erfahrung an Batni Muhassirin. Es wird Vielleicht im. ist Nehmt einfach die Hände wegnehmen von solchen Typen. Nee, das ist wirklich auch kompliziert zu übersetzen, ehrlich gesagt. Der Sinn bleibt ja verloren, wenn ich das jetzt wirklich auch wörtlich. Auch der Inhalt ist ein bisschen kompliziert zu übersetzen, ganz ehrlich. Okay, also ist das vielleicht nicht die richtige Nummer? Geist, vielleicht ist das nicht die richtige Nummer. Worum Das soll es gehen? ist das nicht. Das Worum ist soll es das gehen? nicht. Das ist das Das nicht, ist was du das nicht. gesagt hast. Das ist das nicht. Das ist Okay, das alles nicht. gut. Schreib mal 332 bis 34. Muhammad oder Ahmad, ich weiß nicht mehr. Musnad Ahmed, glaube ich. Musnad Ja, Ahmed heißt das. Musnad Ahmad, 332 bis 334. Da geht es um das Wort Hanian. Das Wort kommt aber gar nicht vor dort, ne? Wo, in diesem Hadith? Ja, In in diesem diesem Hadith? nicht. In diesem nicht, ja. In diesem nicht, nein, in diesem nicht, aber das andere Ah, okay. ja. Ja, wir müssen schon, wenn, dann den richtigen Hadith finden, ne? Warte kurz, ich Oder gucke Harut. einfach in dem. Ich gucke in der Oder Harut. Tonbandabspielung. Warte, warte, ich Oder. gucke hier in der Aufnahme. Der hat das doch gesagt, Bruder, warte. Ich hab die doch hier, Guck mal. Bruder. Bruder Geist, guck mal, diese Hadithe hier, die nicht in Bukhari und so richtig drin stehen und so, ne? Und die nicht Ja. übersetzt worden sind, da muss sich einer hinsetzen, genauer durchlesen, weil da sind einige arabische Wörter, ja, die man nicht so genau übersetzen kann oder. Warte mal ganz kurz, ich guck mal. هنا الآية دي فيها عطف نسق ولا عطف بيان؟ عطف النسق، اتفضل حضرتك جاوب أنت يا كريست أستاذ. أكاديمية قوم الزط؟ نعم. أيوه، أوريك مين عملوا معاه قوم الزط؟ عايز؟ لو آه بتتقبح بعلمك اللي معاه اسمع معاه قوم ما الزط هو بتكتب ما محمد بتك... في لا مسند ما الإمام بتكتب أحمد حديث رقم أيوه 3788 أيوه عارف 3700 38 also 38. 3738 Bruder Von wem? von كافر وحدة كافر انت مسند احمد Ahmed, Ahmed, مسند nur, ja Ahmed ist, مسند möchte Kefir trinken, Kefir. Also 3000? 738 Bruder Von wem? Musnad Ahmad. Warte, ich höre noch mal. Ihr hört ja auch mit, Bruder. Lass mal laufen. خايف اتعرف عطف النص اسمع هنا و و ما هو هي عطف ما نص هو عطف انا النص مش هجيب انت ماكش مديري انت ماكش معلمي انا بعلمك هنا العطف لا ما هو عطف بتعرفني لا النص اسمع يا الناس استاذ هنا يا استاذ بيعرفوني من ما انا هو بيعرفوني انا و... اوكي والناس هنا تعرفني من انا
تمام. انت ما تعرفش تتكلم انا اسمي انا اسمي انا اسمي كريس اكاديميه قوم الزط. تمام حضرتك عرفني ما هو عطف النسق. تفضل حضرتك جاي انت كريس اكاديميه قوم الزط. نعم ايوه اوريك مين عملوا معاه قوم الزط. عايز لو بتتقبح بعلمك بعلمك اللي معاه قوم الزط هو محمد في الامام احمد حديث رقم 3788. ايوه ايوه امام امام احمد امام احمد هعطيك الزاكس. يا امام احمد 3738. Aber der Hadith ist sehr lang, ne? Boah. Der ist lang. Der ist lang. Das muss wirklich jemand sich hinsetzen, genau übersetzen. Und damit man das auf den Leuten zeigen kann, so hier steht genau so 1:1 da. Weil das kann wirklich nur einer gut verstehen, ja? Der auch schon etwas, also er muss schon Arabisch gut kennen eigentlich. Das muss man aber in Ruhe lesen, wenn das lang ist, weil es nicht so einfach ja, wissen ja, soll. Abla, blick mir lieber, Gott segne dich. Gott segne dich, Herr. Du, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an dich, wenn das geht. An mich, oder? Nee, an den Moderator. Du, es gibt hier jemand im TikTok, der heißt Joker, den kennst du, glaube ich, oder? Der zeigt ein Foto und zeigt so einen Blödsinn und ich will gern, weißt du, ich will gern, wenn du nicht dagegen hast, dass man vielleicht auch mit dem redet, weil ich kann ja Arabisch und der spricht auch, glaube ich, Arabisch, dass man den wirklich auch mal irgendwie so mit dem redet, weil der erzählt irgendeinen Blödsinn, was mich auch persönlich auch nervt über Christentum und sowas mit null Ahnung. Und er benutzt einen Trick, der geht seine Religion aus dem Weg, der redet gar nicht über den Islam. Es gibt so viel Dreck. Ich war selber Muslim gewesen vor 10 Jahren, jetzt bin ich nicht mehr, ich bin Christ geworden. Und ich will wirklich, dass man auch erstmal über den Islam redet, dass er auch sieht, was da alles drin ist, das weiß ich nicht. Ne? Und, ja, können wir machen. Ne? Das wäre super. Er kann kein Arabisch, also soweit ich weiß, er ist ja Türke. Und warum der die Bilder macht, ist einfach nur Provokation. Und es gibt sogar ein Video von ihm jetzt, wo er gefragt wird, du stehst auf Frauen? Dann sagt er, nein, ich stehe auf Männer, ja nicht. Oh, ehrlich, wirklich? Ja, ja ich zeig dir das. Schwul. Shalom, Warte, Shalom. Zeig dir das. Shalom, ach so, Brüder. Das ist aber noch krasser. Gott segne dich, Bruder Ali. Er wartet wahrscheinlich abends immer, dass Dihya al-Kalbi zu ihm nach Hause kommt. Dihya al-Kalbi. Hier, Bruder. Bruder Harut, der Qaum al-Zit, das... Mach mal groß, Bruder Harut. Mach mal groß, wenn es geht, bitte. Das Qaum al-Zit habe ich dann damals mit Hamdi selber auch gemacht, auf Deutsch und Arabisch, das ist auf meiner Seite. Auf der wahre Glaube, könnt ihr sehen, dass auch Hanina bedeutet Al-Adur Rajl. Al-Adur Rajl bedeutet warte der mal. Mann... Hamdi ist da, Hamdi ist da, warte, ich lade ihn mal ein. Ja, der Al-Adur Rajl ist der zum Beispiel... Ist das der richtige Hamdi-Account oder ist das der richtige? Das ist der links, das ist der. Genau, das ist das. Er hat hier kein Haar, aber. Hast du gehört, Bruder? Weil ich bin im Sommer rasiere meine Haare. Was juckt die, ob meine Haare rasiert? Hallo. Gar kein Problem. Ja, ich würde euch nur erklären: Geist ist hier, der Geist, wo ist der Geist? Der Geist ist hier. Ja. Geist. Wo ist der Geist? Ich wollte mit ihm reden. Er zeigt gerade das Video von diesem. Er liebt Männer. Ah, ja, der Geist ist da. Ich sehe ihn. Alles gut. Hör mal zu, was er sagt. Das ist verboten im Islam. Das ist verboten. Hör zu, was er sagt. Sag, Wallah, sag. Aber du stehst auf Frauen, oder? Ja, das, guck mal, schau mal, Leute. Ja, das ist ja diese, du sagst ja, das ist seine Art. Ja, Bruder. Das ist ja jetzt erstmal Nebensache. Ich hätte jetzt mal erstmal eine Frage an Hamdi. Hamdi, ist Daula auf Hack? Nein. Und ich habe eine ernsthafte Frage an dich, ne? Wieso? Meinst du Daula, diese Terroristengruppe? Ja, ja, Daula tul Islamia, ja, da ist. Nein, das ist nicht auf Hack. Harut, kannst du mir wiederholen, weil ich schalte meinen Laptop ein. Kannst ich habe wiederholen? Ich habe eine Frage, Hamdi. Wieso? Ja, kannst du fragen, ich komme gleich. Ich bin gleich da. Ich frage mich so. Ja. Ich bin gleich da, musst du mir holen, okay?
Weil ich gehe jetzt, ich bin auf meinem Handy draußen. Ich bin jetzt, ich habe meinen Laptop. Schalte meinen Laptop bis. Okay. Schier hat auch eine Frage. Ist Nebit Alkohol? Und wenn er kommt, er soll mit Ahmed, der Ex-Muslim, seine Debatte aufnehmen. Sag ihm Bescheid, Bruder Harut. Wisst ihr, was ich mich frage? Wieso spricht sich nicht jeder Prediger? Sie sehen ja nämlich, wohin ihre Predigten führen. Wieso sprechen die sich nicht alle offen dagegen aus? Wieso sagen die nicht alle, ey, ihr und sowas alles, die denken, der Islam ist Radikalismus und so. Nein, niemals im Leben. Weil sie ganz genau wissen, dass sie dann von diesen Leuten auch angefeindet werden. Das wissen sie ganz genau. Das ist ihre Kampfgruppe, Bruder, ist das. Bruder, im Islam darf jeder zu dem anderen sagen, du bist ein Murtad. Jeder. Ja, ja, das stimmt, ja. Einfach, du bist Murtad und Kopf ab, weil er was Falsches gesagt hat. Ich finde nur witzig, dass die Muslime damit angeben, dass sie ungefähr 1,4 Milliarden Muslime auf der Erde gibt, aber die erkennen gar nicht, dass das Schiiten, dass die Muslime sind, dass die Ahmaditen Sunniten sind, aber wenn die zählen, dann zählen sie dazu. Richtig. Du bist aus Marokko, glaube ich, ne? Ja. Hört man das? Geist? Ja, Bruder. Wenn der Bruder Hamdi gleich hochkommt, lass ihn nach dieser eine Buchstabe fragen, was es ist, okay? Ja, ich habe gerade wieder so ein Video entdeckt, ne? Bruder, frag mal. Was für Buchstabe? Schon wieder. Frag mal, Bruder, ich habe das auch nicht verstanden. Mit dieser Buchstabe. Surat al-Qalam, Hamdi, Achi Hamdi. Ey, was ist mit Surat al-Qalam? Diese Nun, was bedeutet diese Nun? Awal Aya. Nun wal-Qalam wa ma-yasturun. Su'il al-Nabi ala dhalik, faqal al-Nabi innaha ahruf arabiya. Der Prophet Muhammad wird gefragt, was ist das? Alif, Lam, Mim, Nun, Sadha, Kafia. Qala, unser Koran, Bulugh al-Arabiya, das Koran ist Arab gesandt mit der arabischen Sprache. Und das bedeutet, ey Quraysh, schauen, diese Buchstabe kennst ihr. Okay, bring ein Koran wie das. Es ist nichts anderes, alles was ihr kennt. Das ist die Buchstabe im Koran. Haben die keine Bedeutung? Oder ist der Versuch, das zu bedeuten, das ist falsch. Die haben nur Bedeutung. Das ist kein Fachbuchstabe. Warte, lass haben die aussprechen. Einfach Buchstabe, mehr nicht. Sicher? Das sind Buchstaben. Das ist, was ich weiß. Okay, aber wenn du auf die Tafsir gehst, zeig dir was anderes, Hamdi. Zeig's mit Tafsir. Ja? Welche Suche? Zeig's mit Tafsir. Welche Suche, welche einer? Guck mal, das ist Surat al-Qalam, Vers 1 ist das. Was ist das? Surat 63, glaube ich, oder so, wa? Nein. 68? Irgendwie sowas. Irgendwas mit 60, glaube ich, ist das. Ja, 68. 68, genau. Ich bin beim Autofahren, ja. Ich habe auch keinen Kopfhörer nicht dabei. Wenn ich auf stumm mache, da heißt das, dass ich mich gerade auf Gefahren konzentriere. Also, aber ich höre gerne zu. Das erste Wort meinst du, ne? Von Aya 1, einfach Nun. Nun, genau. In welchem Tafsir? Oder wenn du auf Arabisch einfach nur diese Ayat Tafsir gibst, dann kriegst du von ein paar Gelehrten den Tafsir. Ja? Ich weiß, aber ich meine, von wem? Ich bin Ich habe versucht, auf Deutsch zu finden. Ich habe nichts gefunden. Ich frage mich echt, machen wir hier Koranstunde und arabisches Alphabetstunde, oder? Glaub mir, das bringt gar nichts. Das ist unwichtig. Die sind sich uneinig. Die wissen gar nicht, was das bedeutet. Ich hab dir gleich geantwortet, aber wenn ihr nicht wollt, das ist was euer Problem. Gibt's welche, die sagen Fisch? Gibt's welche, die sagen Fisch, weißt du? Genau. Gibt's welche, genau. Hut al-Azim, ala tayar al-Ma' al-Azim al-Muhit. Das heißt ein großer Fisch, bla bla. Ich hab dir gesagt, der Beste ist, nächste ist. Was machen wir denn? Nächste ist, sagst aber, du, das ist so eine Buchstabe, aber, fertig. Aber Bruder Hamdi, guck mal, ich hab dir gestern auch gesagt, ich bin ein respektvoller Mann, ich respektiere dich, ja? Ich rede nur mit Respekt, ja? Aber ja, kannst du das Tafsir genauer übersetzen, was diese Nun ist? Ich weiß, was das ist. Gerne. Ja, gerne. Wer heißt die Eier? Wer heißt die Eier nochmal? Qalam, Surat Qalam. Sam, bitte ganz kurz. So einen Text hast du geschrieben. So einen Text hat Ibn Abbas geschrieben. Sam, Ich lese das und erkläre das, wie er ist, okay? Ohne zu verdrehen.
Nein, das ist gut, Bruder Hamdi. Bruder Harut, kannst du den Bruder der wahre Glaube hochholen? Ich glaube, der kann auch Arabisch, der ist mein Landsmann. Ist doch. Wo ist der hin? Kannst du ihn nochmal, der wahre Glaube hochholen? Er kann nur reden, Wahrheit, er kann nur reden, aber kann nicht lesen. Ich habe das mit ihm probiert, der Harut war auch bezeugt. Er kann nicht lesen. Der Geistoffizier kann schon, aber er kann nicht. Schau, Surat al-Qalam Nun, okay? Tafsir ibn Kathir. Okay? Nun, wahia Medina, Medania. Das heißt, er hat gesandt in Medina. Ich weiß, das interessiert euch nicht, aber ich weiß nicht, warum wir es hier wissen. Huruf al-Haja, awal Surat al-Baqarah. Das ist der erste, auch erwähnt in Surat al-Baqarah, Nun. Saat Qaf, das sind Buchstaben. Und nach Wadalik man Huruf, das sind mehrere Buchstaben. Fi awal al-Sura, am Anfang des Sura. Und Tahrir al-Qawl, fi dhalik bima aghna an i'adatihi. Und das ist Tahrir, was al-Qawl. Das heißt, was wir denn wie euch quasi erklären, sozusagen. Waqil al-Murad biqawlih. Und es ist gesagt, wir, keine Ahnung. Deswegen, ihr müsst aufpassen hier, wenn ihr mir ein bisschen Zeit, wenn ihr habt Zeit, mir reden lasst. Nun, Hut Adim, das ist ein großer Fisch, über Ozean, bla bla bla, erträgt die Erde. Okay, al-Ardain ist aber, erträgt die sieben Erde, okay, die sieben Erde. Kama qala al-Imam Abu Ja'far bin Jurayr, okay? Da, wie Ibn Jurayr qala. Achso, das ist kein Koran, das ist kein Hadith, okay? Wir haben uns verstanden. Das ist Ibn Jurayr. Wer ist dieser Ibn Jurayr? Da müssen wir gehen und schauen, von wo hat er das? Das hat er das? Halt euch fest. Von Israeliat. Deswegen, wenn ich euch erkläre, da sagst du, Hamdi, es ist so viel wie mich, lass das. Deswegen, ich will in dieser Debatte nicht reingehen mit dieser. Diese ist Israeliat. Dann sagst du mir, warum steht denn Ibn Kathir? Ja, zeigst du Ibn Kathir, gelogene Hadithe, authentische Hadithe, Israeliat. Geist, kannst du denn erklären, was bedeutet Israeliat? Ich hab das gleiche gefunden wie du, von Barawi. Aber Bruder Hamdi, guck mal, bei allem Respekt, man kann das auch kurz zusammenfassen und sagen, nun ist ein Wal, ja, auf dem der Allah eine Erdplatte auf seinen Rücken gestellt hat, mit 4000 Hörner und was weiß ich, wie viele Beine, tausende Beine. Ja. Ja, das heißt, die Erde ist auf ein Wal seinen Rücken gerade. Genau. Damit es wer festbleibt, hat das gesagt? Warte kurz. Damit es festbleibt, hat er noch Berge raufgesetzt, richtig? Damit er sich nicht mehr richtig bewegt und wackelt. Richtig? Nein, ist nicht richtig. Doch, steht doch in Hadith drin. Okay, deswegen schreibt er dir, aber du willst einfach, weil du Gehirn gewaschen von den Medien, von Prinzessin, du willst nicht hören. Ich sag's dir nochmal, dieser, was du gesagt hast, 100% ist, nein, Israeliat. Geist, kannst du dann bitte sagen, was ist Israeliat? Geist, bist du da? Ich vertraue Geist. Wenn er das sagte, dann, weil gestern hat er auch gerecht. Also steht da jetzt, dass die Erde auf einen Ball seinen Rücken festsetzt, richtig? Okay, ja, ich sag's dir noch, das ist Israeliat. Tanwir al-Maqbas, fi Tafsir ibn Abbas, siehst du das? Das ist keine Tafsir. Uqsum billah, das gehört nicht einmal ibn Abbas, das ist ein gelogener Buch. Und ich weiß, ihr benutzt das, Ibn Abbas? Ja, Wallah, uqsum billah, Harut. Das heißt ja nicht, er hat keine... Wer ist ibn Abbas, Bruder? Wer ist Ibn Abbas? Ja, Ibn Abbas, der Beste. Okay, wenn du mir ausreden lässt. Schau. Wisst ihr, dass wir schön miteinander reden oder wollt ihr nicht? Das ist schon ganz kurz, bitte. Lass uns mal bitte hier vernünftig miteinander reden, bitte, Adlerblick. Ich mache mich auf Sturm, okay, Hamdi? Damit du siehst, okay? Okay, Adler, was hast du gesagt? Ich sage, Bruder, das ist ja nur Drehen und Wenden. Also das ist ja, Zionisten fälschen dies, Zionisten fälschen das, die Medien predigen euch. Wo enden wir denn da? Nur ihr seid die einzig wahre, errettete Gruppe, Sekte ist einzig wahr und alle anderen sind falsch. Sag nicht Sekte, sonst weißt du, kriegst du eine Baseballschläge. Adler, ja, ich sag dann deine Gruppierung. Adler, gib mal Ruhe, Adler, hör mal. Also sag ich nochmal, dass du verstehst. Tafsir ibn Abbas, das ist Al-Maqbas, die Tafsir ibn Abbas existiert. Ich weiß bei Allah, und wann du das? Ja, Mann, der Gelehrte, sagst du dir, gibt es solche Tafsir? Ich werde meine TikTok löschen und YouTube löschen. Dieser Tafsir al-Maqbas, Ibn Abbas, existiert nicht. Es ist gelogen. Du findest du Sachen noch schlimmer drin sogar. Ich will dir nicht sagen, du wirst verwirren, okay. Die Leute, sogar Christen. Okay? Okay, wir machen so, ich stimme dir zu.
Aber guck Ich mal, stimme dir zu, Bruder. Haben die jetzt bei diesem Guck mal, warte, einfach, warte, aber Wahrheit, guck mal, Tafsir al-Barawi. Guck mal, Tafsir al-Barawi. Warte ganz kurz, Bruder. Wahrheit, warte bitte, warte, Bruder. Guck mal, das hat nichts mit Zustimmen zu tun. Guck mal, in Musnad Ahmad 2874 sagt Ibn Abbas, ja, dass der Gesandte von Allah bei Allah gebeten hat, dass er Ibn Abbas Verständnis ja, geben soll für die Religion und ja, für den klar, Tafsir. Ibn Abbas also haben Umme. Ja, aber hat Allah Was ist sein das Gebet jetzt Umme? erhört oder nicht? Hat er Ja, sein Gebet? schau, ich verstehe, ich will live. Hör du das nochmal, okay? Bitte. Okay, beruhig dich. Ibn Abbas warte, ganz kurz. Bruder Hamdi, guck mal, Bruder Harut, ich habe gesagt, ich stimme ihm zu, er soll mal den Tafsir von, wie heißt er, Al-Barawi zeigen. Es gibt noch mehrere Gelehrte, die das Ding spielen. Ja, gibt's ja. Ja, zeig mal seine. Okay, zeig mal von Al-Barawi. Ibn Abbas hat ja nicht die Wahrheit gesagt. Zeig mal Al-Barawi seine Tafsir, bitte. Verdrehe meine Wörter nicht, sonst geh raus. Ich mag das nicht, wenn ihr lügt. Okay, was ist mit Maududi? Maududi? Okay, bitte, hör zu. Ibn Abbas, Habr al-Umma. Was heißt Habr al-Umma? Der beste Tafsir, der machte. Dieses Buch, was du gesagt hast, Al-Maqbas, der Tafsir ibn Abbas, dieses Buch existiert nicht. Es gibt kein Buch, heißt der Tafsir al-Maqbas. Hast du verstanden? Also, diese Buchdelen gibt es von Ibn Abbas und gibt es gelogene über Ibn Abbas. Bitte sag nicht, was ich nichts gesagt habe. Ich mag das nicht. Deswegen, dann lassen wir uns ruhig, okay? Du hast gesagt, warum ist das dann hier drin? Warum sind seine Tafsire hier drin? Warum sind die dann da drin? Ja, genau. Die Tafsire enthalten authentisch und nicht authentisch. Okay? Okay. Enthalten authentisch und nicht authentisch. Das ist so bei uns, wie bei uns, zum Beispiel sagst du Apokryphe. Zum Beispiel sagt er ein Buch, wo Jesus mit einem Mann 7 Tage, 6 Tage nackt. Da sagst du mir, Hamdi, was redest du da? Er sagt, ich habe dieses Buch, ich schwör's. Und sogar haben die Kirche 200 Jahre geglaubt daran. Geglaubt, das ist authentisch. Aber da sagst du mir, Hamdi, bitte erwähne das nicht, weil das ist Apokrypha. Sag Entschuldigung, du hast mir noch nie einmal erwähnt. Auch in meinem Video sage ich das nebenbei und sagst du den Muslimen, keiner geht zu den Christen mit diesem Buch, weil die glauben nicht daran. Warum? Kommen diese Leute weil ich, in Jahannam? Ehrlich. Kommen die, aber diese Leute bei uns in Jahannam, sind diese Leute bei uns Abtrünnige? Müssen wir diese Leute verfolgen? Müssen wir diese Leute unterdrücken? Hast du viel Blick heute? Frage dich nur. Wer kommt in die Hölle? Du kommst in die Hölle? Die Leute, die du? Definitiv nicht, nein. Der Herr Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Wann ist die Beweis, dass Jesus nicht gestorben wird, deine Sünde? Was sagst du? Wie willst du mir das beweisen? Jetzt sofort. Ich kann dir beweisen. Womit? Ich kann dir beweisen, dass meine Religion nichts Festes ist. Okay. Moment. Lass mal bitte bei unserem Thema noch bleiben. Ich weiß, ihr wollt das nicht. Okay, 2. Timotheus, Schlag auf. Nein, ihr habt zu viel über Koran. Jetzt komm. Nein, du, lauf dir weg. Lauf dir weg. Wir haben noch gar nicht. Warte, Hamdi, guck mal, du hast gesagt, Ibn Abbas. Es stimmt nicht vieles und was er schreibt und so. Dann habe ich dich gebeten, zeig mal dann den Tafsir von Al-Barawi, bitte. Du hast gesagt, ich bin ehrlich, dann sei bitte ehrlich. Bitte, okay, sei ehrlich, Hamdi. Wo Ding ist hier 8. Hamdi, sei ehrlich, bitte. Wo gibt's den Tafsir von Al-Barawi? Hör mal. Al-Barawi, du kannst oben klicken, dann kommt, dann hast du mehrere Tafsir, verstehst du? Ja, aber auf dieser Seite gibt's Al-Barawi nicht. Er sagt nichts dazu. Al-Barawi sagt nichts. Guck. Ibn Abbas? Okay. Ich bin ehrlich zu ihm, okay? Warte, ich bin wallahi ehrlich zu dir, okay? Okay, komm. Hamdi, du hast jetzt auf Allah geschworen, dass du ehrlich bist. Ich schwöre dir bei Allah. Ich habe niemals hören, Mann. Ja, die Erde ist gerade auf einem Wall, sein Rücken. Du brauchst nicht schreien, ich höre dich. Wallahi, wenn ich dir sage, sag die Wahrheit. Ich helfe jetzt Harut. Harut, gehst du bitte Tafsir al-Baghawi, schreibst du Tafsir al-Baghawi, Surat al-Qalam, Nun. Kleinen Moment. Was er sagt, ist richtig. Aber ich zeig's ihm, wer überliefert das. Verstehst du? Dann weißt du, Hamd, jetzt verstehe ich dich. Was gibt's Christen, mit denen erklärt, da sagt er, Wallah, ich sehe deine Punkte. Aber wenn du machst, du geh hinzu und willst du nicht hören, dann tut mir leid für dich. Okay? Tafsir al-Baghawi, okay? Nun, اختلفوا فيه فقال ابن عباس. Das sind nicht erst einig.
uneinig. Okay? Fakal ibn Abbas, ibn Abbas sagte, huwa hut alladhi dhahara ala dhahri al-ard. Das ist ein großer Fisch, wo die Erde drauf ist. Okay? Hör zu noch weiter, du musst aufpassen. Das ist nicht Ibn Abbas. Wahwa qawl mujahad wa muqatil wa siddi wa al-kalbi. Also, wir müssen wissen, wer ist dieser Kalbi? Kalbi ist ein nicht authentischer Mensch. Er überliefert alles vom Israelit auch. Wa rubiya Abu Dhabyan an Ibn Abbas. Und Abu Dhabyan erzählt über Ibn Abbas, nicht Ibn Abbas gesagt, nein, er erzählt Ibn Abbas. Deswegen, Ilm al-Hadith, das ist das Wissenschaft des Hadith, ist schwer, okay? Aber egal, ich helfe euch langsam. أول ما خلق الله القلم الله أرست أشافن استشتيفت دانك تسي تسوهرست فجر بما هو كان وندك شريبن ألس دانك فجشريبن أدل بليك دو بس كسين فون مي وند هات جشريبن ديز قلم ديز شتيف هات جشريبن ألس أبروبو ديودن غلوبن أختغان هات جشريبن ألس أوكي bis يوم der Tag der Abrechnung. Auch was wir jetzt reden, ist schon vorgeschrieben. ثم خلق النون und danach ist erschaffen nun dieses große Fisch. Verbassert al-Arth, hat der Arth, was er gesagt hat, ist Wahrheit, weißt? Ist alles richtig, was er gesagt hat, aber ich will euch nur erklären, was bedeutet es. Verbassert al-Arth, hat dann Arth breiter gemacht, auf den Rücken dieser, verharrake nun, vermeidet al-Arth. Und der nun hat sich bewegt, dieser Fisch. Die Erde hat sich bewegt. Verethbet al-Jibel und hat das mit die Berge fix gemacht. Wo in der Jibele tafkhar ala al-Arth, thumma qara ibn Abbas, wal qalam wa maestorun. Danach ist Ibn Abbas, hat er gesagt, wal qalam wa maestorun. واختلف في اسمه هم ديش اونينك ان النامه فقال الكلبي ومقاتل مقاتل سنة اللوغنة اوخ بكانت اسمه يهموت يهموت ديس واس ارينت اوش هاي تنامة ديز حوت هايست يهموت هات نوخ اي نام يا يهموت هايست هات نوخ اي نام والله الصبر والله الصبر ماختوش كناكس ماخت كناكس اوكي هايست يهموت يهموت كومت فون دي يودن ماكسو يهموت فينين نيش يهموت Aber egal. وقال الواقدي, der größte Lügner. Der größte Lügner. Ja, genau. Danke dir. Danke, habt ihr was gelernt von mir? Handel, das ist gut. Liuthe. Liuthe. Wer ist Liuthe? Jude auch. Siehst du? وقال كعب. كعب, das ist eine Jude, okay? Aber er ist gut. Er ist eine gut, weißt du? Er ist eine gute Sahabi. Liuthe وعن علي اسمه بلهوث. Alle Namen von den Juden, deswegen sage ich, das sind alles Israeliten. Du sagst, Hamdi, ja, warum steht dort? Sagst du, in die Tafsir findest du alles Mögliche. Findest du alles Jüdische, alles nehmen die. Danach lassen die für wem? Für die Spezialisten, die sagst du dir, das ist authentisch nicht. Aber gib mir Beweise. Allah sagte im Koran, wal ard und die Erde schwebt. Moment bitte. Well, ja, danke, dass ihr gehört. Die Erde schwebt in einem Umkreis. Gibt es keine Fisch, gibt es gar nichts. Das sind alle Israeliten, was du gelesen hast. Danke, dass du gehört hast. Okay. Aber Bruder, haben wir ganz kurz. Was können wir denn vertrauen? Oh, ja, haben wir. Was können wir denn vertrauen und was nicht? Also sagen jetzt quasi alle, die das ablehnen, was du sagst, sind das dann auch Muslime? Nochmal, ich habe nicht verstanden, du riechst so komisch. Ja, nee, wem können wir dann noch vertrauen, haben die? Du kannst vertrauen im Koran und kannst vertrauen die Gelehrten. Wenn ich dir sage, Waqid ist eine Lüge, ne? Dann musst du glauben. Warum? Da gehst du das. Harun, tust mir einen Gefallen. Schreibst du bitte, ich weiß nicht, kannst du Arab schreiben, Harun? Ja, ein bisschen, aber ich habe diesen. Bitte, schreib Al-Waqid. Nur Arabisch ja. Habe ich gefunden. Zeigst du, ich lese dir das vor. Al-Waqid hat Geister, kennt das. Kann das Arabisch. Ich lese das vor, wenn ich Fehler mache, Geist kann korrigieren. Aber schreib bitte Al-Waqidi, dass Adler Ruhe hat, ein Herz. Schreib Al-Waqidi auf Deutsch. Schaffst du das oder auf Arabisch? Oder ich habe die Gruppe. Ja, genau. Hamdi, kannst du vielleicht danach nochmal erklären? Mein Kind wird gedroht, mir wird gedroht. Trotzdem habe ich die schönste Ruhe in meinem Leben, weil ich beim Herrn Jesus Christus bin, mein Bruder. Herz. Ja, passt schon. Ja, alles gut, alles gut. Also, du bist mein Jesus, ich treffe dich. Adler, komm mir nicht mit dieser Bedrohung. Ich hätte kurz bitte ruhig sein. Könnt ganz kurz ruhig sein. Was ist das? Hamdi hat recht. Sag mal bitte ruhig. Guck mal, wir sind gerade bei einem Thema. Al-Waqidi, er war Historiker, richtig? Al-Waqidi, er war Historiker, oder?
Ja, Haben und die? weiter. Hast du nichts gefunden über ihn? Ja, weißt du, ich habe ein bisschen. Ich bin mit den Kindern, wir haben Katzen, neue zwei Katzen, die machen mich fertig. Die Kinder, deswegen. Der Streit, was wegen der Katze. Aber schreibst du bitte Al-Waqidi, Hadith-Stufe, weißt du, gestuft. Und wirst du sehen, weißt du, du wirst schockiert. Aber Aber dann erklärt dir, warum dann Hadith. Bruder Ja, Hamdi, bitte. guck mal, Hand aufs Herz, wir beide wissen, wer Ibn Abbas ist, oder? Ah, Ibn Abbas Haber al-Umma, der große Ja, aber Gelehrte unter den Muslimen. in jedem Tafsir sagen die, dass sie diese Quelle von Ibn Abbas haben. Ja, ich habe dir Ja, gesagt, wann du das liest, du? Schau, liest du oben? aber, Liest du guck mal, oben? einigst du dich mit mir, dass nun ein Hut ist, ein Wal ist, ne, ein Fisch, großer Fisch ist. Allah hat die Erde auf seinen Rücken gepackt, ja? Nein, Richtig? Doch? nein, Wenn nein. du die Tafsirs liest, ist es Nun, so. ja, ich habe dir gedacht, jetzt, wenn du nicht verstehst, Nun ist ein Fisch, großer Fisch. Aber Gott hat Allah, also hat die Erde auf seinem Rücken, stimmt nicht. Von wo kommt das? Von Israeliet. Warum ist er Israeliet? Weil drinnen ist unsere Freunde Al-Waqidi, Al-Kalbi, Suddi ist ehrlich, Suddi, Mujahid ist ehrlich, Muqatil ist sehr ehrlich. Aber Al-Waqidi, drinnen diese Überlieferungshände sind Lügner. Schau Aber und schau, ist Ehrlichkeit meine Ehrlichkeit. Ich habe dir gesagt, ist drinnen auch. Bitte Moment. Ist drinnen auch, wie heißt der? Warte mal. Ist drinnen auch? Kaab. Kaab ist ein Jude. Aber sag, sie ist ehrlich. Weil Kaab erzählt Israeliert, aber hier ist wirklich. Ja, Moment bitte. Wo ist der Tafsir? Hey, ich habe immer noch eine Frage, Verlasse gell? den Islam und rette deine Seele. Verlasse den Islam und rette deine Seele. Ich habe immer noch eine Frage, weil Das wenn er ist fertig unglaublich. ist mit diesem ganzen Zeug zu mir erklären, soll er mir mal bitte endlich sagen, was ein Habit ist. Guck mal, guck mal. Ich bitte, Schatz. Eine Sache, bitte, guck mal, Hamdi ist respektvoll. Ja, seid bitte auch respektvoll zu ihm, ja? Bitte. Das brauchst du mir nicht sagen, Bruder. Ich bin automatisch respektvoll, wenn jemand respektvoll Deine, zu mir ist. ich rede, das geht an uns allen hier. Lass mal bitte mit Respekt und Hamdi reden, ja? Ist ganz normal, Bruder. Ja, weil Deine er will von Katze, seiner nee, du Sicht hast was ihn erklären. hast. Er will von seiner Sicht was erklären, aber wenn man diese Sure, die Tafsirs anschaut, da sind mehrere Gelehrte, ja, und die haben alle die Quelle von Ibn Abbas, ja? Richtig. Ich möchte nur mit Hamdi auf einen Punkt kommen, mehr nicht. Sorry, Mit Harut, Respekt. ich hab, Ich habe jetzt greif nicht gefunden. meiner Katze, greif deiner Katze, greif. Alles gut. Guck mal jetzt. Ja. Geist, bist du da? Du hast die ganze, du hast nur zwei Striche gehabt wegen deinem Internet. Ich weiß nicht, ob dein Internet gut ist. Okay, Wahrheit ist ja auch da. Guck mal hier. Sure 68, Vers 1. Tafsir von Al-Barawi. Oh ja. Guck mal, erster Satz, erster Satz. Okay, er hat gesagt, Richtig, Ikhtalafu, total das heißt, die richtig. könnten sich nicht einigen. Die könnten sich auf diese nicht einigen. Faqala Ibn Abbas. Ibn Abbas hat gesagt, huwa al-hut allazi ala zahrihi al-ard. Das ist der große Fisch, auf sein Rücken ist die Erde. Ist das ein Fisch oder Ja. ein Wal? Fisch Ein oder ein Wal, Wal. ein Wal. Ein Wal. Hut ist ein Wal. Eine Wahl, ein großer Wahl. Ein großer Die Wal. Juden sagen noch ein großer Wahl. Huwa al-hut allazi ala zahrihi al-ard. Faqala Ibn Abbas. Ibn Abbas hat gesagt, Na, das ist ein Wal. weiter. Ja. وهو قول مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي وروي أبو ظبيان. Weißt du, wer ist أبو ظبيان؟ Eine Lügne. Da hat erzählt den Hier, Hadith, ich will dir das hier sagen, ja, wie Subian, ja, hier. genau. Eine Lügne, kranke Typ. Und diese Kette, Wahia heißt auf Arabisch. Kannst du das der Wahrheit, was bedeutet Wahia? Kannst du denn sagen, was bedeutet Wahia? Eine Überlieferungskette, Wahia. Das heißt eine Katastrophe, Überlieferungskette. Warum? Weil Kalbi Tränen, Abu Dhabian Tränen und Muqat, na Muqat ehrlich, Sudi ehrlich, Mujahid ehrlich. وقال مجاهد ومقاتل والسدي والكلب الكلبي ابو ظبيان الواقد ist nicht da. Das sind Katastrophe Tafsir. Deswegen, wenn du siehst, Abu Ibn Abbas, und manchmal sagt dir noch einer, Zabian, Abu Zabian, sogar hat nicht einmal Prophet Muhammad gesehen, und das sagte, und auch Ibn Abbas hat ihm das gesehen und sagte, habe ich gesehen, Muhammad hat das und das gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Aber lügt.
Verstehst Guck du, mal, dass du verstehst? Dann sagst du mir, was macht er denn hier? Dann sage ich zu dir, ja, hier gibt es alles Mögliche. Israeliten, Lügner, alles. Ja, wie guck mal. weiß ich denn Wahrheit? Da musst du die Tafsir, zum Beispiel Al-Bidayah wa Nihayah. So, Ibn Kathir hat ein Buch, heißt Al-Bidayah wa Nihayah. Vielleicht weißt du das, vielleicht nicht. Was bedeutet Bidayah wa Nihayah? Al-Bidayah wa Nihayah erklärt dir, was er überliefert hat. Alles, was er überliefert, sagt er zu dir. Dies ist falsch. Sorry, ich kann nicht reden, sorry, sorry. Ich habe wirklich, ich muss hier die Katze Jetzt wegnehmen ist von den alles Kindern, weil gut. die Wir haben auch schreien. schon, wir haben alle Familie und Kinder. Alles gut. Mach Pause, kommst du nachher, Bruder. Pass auf. Bitte, wirklich, ich kann nicht, tut mir leid. Alles Nein. gut, Bruder. Du musst dich nicht entschuldigen. Das ist verständlich. Ja, und Wahrheit, Entschuldigung, wann du liest auch noch Waqar Ibn Abbas, schaut Ibn Abbas wieder. In der Mitte, والقلم ومايسترو النون واختلف في اسمه فقال الكلب ومقاتل اسمه يهموت وقال الواقدي siehst du das? Und deswegen wollte ich euch sagen, schreibst du, wer ist der Guck Waqidi? mal, Weil dieser Waqidi, was? diese Überlieferungskette, das ist eine Schlimme. Ich schicke das Harut vielleicht auf, wie heißt er, auf seine Nachrichten, dann er zeigt euch, okay? Okay, aber haben die, guck mal hier, nur die zwei ersten Sätze, okay? Diese Sure ist Makia, steht richtig? Makia. Markiere, klar. Makia Nun, Okay. ne? Makia Nun, Nun, richtig? Nun. Okay, guck mal, Ichtalafu, das erste Wort nach Nun ist Ichtalafu, also die könnten sich nicht einigen. Die könnten Richtig. sich nicht dafür einigen. Faqala ibn Abbas huwa al-hut allazi ala zahrihi al-ard. Wa huwa qawl, und das ist auch die Aussage von Mujahid und Muqatil und Siddi und Kalbi und wie, keine Ahnung, was ist und Abu Zubyan an Ibn Abbas qal, awwal ma khalaq Allah al-qalam. Es Ja. geht immer wieder auf Ibn Abbas Okay. zurück, dass er das Ja, gesagt ja. hat und wie er erklärt hat. Also ist nun ein Okay. Wahl. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Also, hast du recht? Habe ich gesagt, jetzt, wohin du gehst du? Dass du das, inshallah, verstehst du? Dann sagst du, Hamdi, okay, jetzt verstehe ich dich, okay? Moment, bitte. Also, jetzt gehst du. Wenn ich unterbreche, Harut, bitte sei mir nicht böse, weil, okay, dann gehst du hier, schau hier. Hier wird eine Frage, genau wie euch, sagt er, Masahat al-Hadith al-Mutalliqa bi Haml al-Hut. Was ist mit den Hadithen al-Mutalliqa bi Haml al-Hut? Islam Web, gehst du bitte dort, sag vielleicht Hamdi lügt, okay? Er sagte, فقد جاء آثار موقوفة تدل على الأرضين السبعة, dass die sieben Erde ظهر على حوت, auf einem Rücken, okay? وقد أوردها الشيخ الأصفهاني في كتابه العظمى, in dem Buch العظمى, وعلق عليها محقق ذياء الله محمد المبافاروكي المبافاروكي يقول لم يرد بيتا بيتا فارهايت بيتا زي ما قال أنسكي يقول لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة ذكر هذا الحوت الذي يحمل الأرض. Es ist nie erwähnt in dem Buch oder die echte Sunna, echte, richtige Sunna, diese ذكر الحوت, diese Hut, diese große Fisch, der trägt das Erde. وكل, hört zu, وكل, alles, ما ورد من هذا القبيل, alles, was die von dieser Geschichte mit dem Hut, من الأخبار, Israeliat. Von den Juden, und ich gebe euch Beweise sogar, dass die Juden in Talmud steht, diese Geschichte. Da sagst du, haben die ja, warum die Muslime nehmen das? Ich sag's dir, weil die waren gemischt mit Juden und die hören von den Juden auch. Und die überliefern das. Wir lassen das zu, die professionell, Abu Sheikh, Al-Asfahani, Mafabokri, und diese erklären, was ist das? Diese erklären, das ist nicht richtig. Okay, Okay? was sagt jetzt الشيخ Al-Albani dazu? وحكم الشيخ الألباني ليس بالوضع على حديث الأرض على الماء والماء على الصخرة والصخرة على ظهر حوت انظر سلسلة الحديث الضعيفة دي جلوجنا حديث والموضوع دي جلوجنا حديث رقم بلا 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 وهي قمت ابن كثير بس تو كيزاك تاس افينت تاس وانت زاكت تاس مأخوذ شو بيت بيت والله اجبين متوش ان فريدة فيكش واورد الامام ابن كثير ابن كثير تاس افينت Richtig Wahrheit, was du gesagt hast. Für die Bidai und Nihai. Das ist der Buch, was ich gesagt habe. Für die Bidai und Nihai. Shay'in min dhalik. Auch hat über diese Hut, diese Fisch, bla bla. Wa ashara ila annahu. Und deutet hier daran, Ibn Kathir, min al ma'khud. Das ist genommen von. Lies das bitte. Ich will das von deiner Stimme hören. Von Ja, kein Bani. Problem. Bin Israel. Bin Israel. Dankeschön. Ja. Ja, Dankeschön. kein Problem. Al-Bidaya. Danke vielmals. Al-Bidaya und Nihai.
Band 1, 8. Das ist ein riesiges Buch. Kama dhakara, hadha al-athar fi tafsir عند قول الله تعالى والنون والقلم وما يسترون. Okay? Alle sind Israelite. Deswegen sag ich euch, mit Islam, ihr müsst euch, bevor dass man sich, ich will nicht herkommen zu euch und sagen, ich habe euch blamiert und so. Wallah, ich will das nicht. Ich will herkommen wie jetzt, weißt du, und rede wie miteinander, weil ich zeige euch, dass das auch Überlieferung ist von Israelit, sogar von eurer, die Vorfahren von Jesus. Haben die das geglaubt? Weißt du, zum Beispiel dieser fliegende Teppich. Wird auch erwähnt okay, bei uns, aber es ist Israelit. Danke, okay, dass du... Okay, warum hat dieser Albani das, diesen Tafsir zu dieser Eier nicht gemacht? Wer ist authentischer? Wie heißt er? Al-Albani oder Ibn Abbas? Okay, wer redet der Wahrheit? Al-Albani? Danke. Al-Albani macht kein Tafsir. Al-Albani ist ein Fach für Hadithe. Al-Albani geht nach die Kette und sagt zu dir, dieses gelogen, dieses richtig, das ist Wahrheit und so. Das ist Fach. Okay? Genau. Okay, ich werde dann rausgehen. Danke und bitte, schau, ihr habt Internet für euch. Ja, ich komme hier gleich. Ich muss nur was. Ja. Okay. Und ich sag's euch nur, schau's dir bitte. Einfach, auch im Internet gibt's nicht so viel, ich weiß das. Aber diese Bücher habe ich das. Von klein auf lese ich das. Deswegen manchmal lache. Deswegen jetzt habe ich gesagt, okay, sind ehrlich, die reden. Okay, kein Hass, rede, dann geh rein, erkläre ich denen. Habt ihr gesehen, das ist alles von Israelit. Sage nochmal, wann sagst du, warum ist bei euch? Sage ja, die Muslime überliefern alles und danach kommen die Fachleute, Spezialisten und sagen, das ist Israelit, das ist authentisch. Gibt es Hadith zum Beispiel, sagst du, Muhammad a.s. sagte, Adabani Rabbi, Allah hat mich gut erzogen und hat mich sehr, sehr gut, Adabani Rabbi, Allah hat mich erzogen und sehr gut erzogen. Boah, jeder Muslim sagt, das ist authentisch. Wunderbar Hadith. Sage nein, das ist Lüge, das Gelogene. Wie sagen die Wahrheit? Gibt es Hadith zum Beispiel nicht gut? Ne, was heißt ja nicht gut? Falsch verstanden? Sage das ist authentisch. Das ist es einfach. Haben Sie eine Frage? Eine Frage. Frage. Warte mal, ich habe noch eine Frage gehabt. Bitte. Okay, mach mal. So, jetzt, Hamdi, kannst du bitte sagen, jetzt was Nabith heißt? Okay. Nabith heißt Alkohol und heißt auch, wenn du mischst zwischen Tamar, Datteln und Wasser, bevor das alkoholisiert wird, wir nennen das auch Nebid. Du kannst recherchieren und wenn ich lüge, sag, haben du lügst. Und alle nein, jetzt hast du Hadith, gesagt, dass es Alkohol bedeutet. Jetzt hast du es nämlich gesagt, dass ja, es ja, Alkohol klar, bedeutet. Ja, klar, ja. Nein, jetzt ich lüge dich nicht. Ich lüge dich nicht, was sage Nabil? Es bedeutet, ja klar, wenn sage Nabil, es bedeutet nein, weil Alkohol. Ich will, Hamdi, pass mal auf, Hamdi, ich will mit dir wie ein Mann reden, nicht wie ein Kind, ich bin selber 47 genau. Jahre alt. Wenn wir so eine Unterhaltung hatten wie letzte Mal, ich schäme mich dafür, ich will so eine Unterhaltung. Ja, ich auch, ich bin 82 Jahre, weißt du, ich bin 82 und deswegen, ich will du bist nicht 82 Jahre, du bist 28 Jahre. Ja, dieser Hamdi, ich bin 82. Ja, hör mal. Du hast Zahlen verdreht. Allah, ja, dich aber. Du musst Deutsch lernen, du musst Deutsch lesen, von links nach rechts, nicht Arabisch, rechts von links. Du bist 28, nicht 82. Wie Adlerblick hat gesagt, das ist Jude. Das ist doch wie ich. Okay, hört ihr mich? Danke schön, das ist... So, hört ihr mich, Leute? Ich rede seit einer Stunde und keiner hört mich. Ja, Hamdi. Du bist gestummt, Geist. Hamdi. Geist, du bist dran. Ja, Geist, bitte. Ja, hört ihr mich? Ja, okay. Hamdi, der Ahmad hat ein Video gemacht, Bruder. Der hat dich offiziell herausgefordert. Wie sieht's aus? Nimmst du an? Ja, ich habe, da hast du mit Adlerblick hat mitgekriegt, habe ich gesagt, 10 Uhr, jeden Abend. Ihr seid auch alle herzlich willkommen, wenn das so bleibt mit Respekt. Alle rein, herzlich willkommen, wir reden. Jede Frage. Ich habe zu Ahmad gesagt, live vor Adler, ich bin heute 22 Uhr, kommst du rein? Und können wir reden, so viel du willst. Hat sie mir gesagt, anderes Thema, gesagt, nein, weil ich habe meine Sache und ich mache das mit dieser, ja, nicht wie das Harun, was er macht jetzt. Doch, bitte, Moment, bitte, Geist. Problem, bitte. Er geht in sein Stream. Bitte, Moment, Geist, Moment. Ich mache das mit diesem. Nein, nicht wie Harun, nicht Harun. Studio. Du gehst dann, er geht sein Stream und ich verstehe dir, aber koppeln, hör mal. Dann ist jeder sein eigenes okay. Stream. Okay, hör mal. Ich mache das mit Studio. TikTok Studio, professionell, ja, ja. Wo ja, Videos ja. Zeigen sofort, verstehst du? Ich habe ein paar Videos, muss er das auch zustimmen und zuhören, weil ich kann ihm auch stummen, weil ich kenne ihn, viele mit ihm debattiert, es ist kracht bei ihm. Du brauchst nur Ahmed, schreibst du David,
Und willst du sehen, was für Videos kommen? Überall. Und mag ich nicht. Deswegen kommst du zu mir, ich lasse ihn ausreden, aber ich habe auch ein paar Fragen, muss auch antworten und kann er reden. Aber dass ich zu ihm gehe und sehe ein anderes Stream, nein. Ich habe das öfter probiert und das mache ich nicht. Wie jetzt, so mit Respekt, bleibe ich Aber mit euch. hast du diese Video gesehen, Hamdi, was er gemacht hat? Hast du gesehen? Wallah, habe ich nicht, aber Adle, glaube ich, hat mir geschrieben Er oder hat, ein anderer hat mir geschrieben. ich sagte jetzt seine Herausforderung. Er hat gesagt, Hamdi, Ja, wenn du mir nur zehn eine Frage Fragen und beantwortest, bla bla. Ich weiß. eine Frage beantwortest du mir, du darfst 10 Ja. Fragen stellen. Ja, also Okay. das ist Ich eigentlich ein super frage ihm nur Angebot. eine Frage. Wallah, ich frage ihm nur eine Frage. Willst du sehen, was wird? Er wird rot. Ich war bei ihm einmal Livestream am Abend um 3 Uhr in der Früh, Englisch Aber Livestream, hat jetzt mich verrat mir noch kritisiert. eine andere Sache, Ich Hamdi. Ja, Achi, sag's verrat mir ihm, noch eine Sache. was Warum bedeutet hast du mich geblockt? Schalach? Ich hab dich nicht geblockt. Ich bin bei dir geblockt. Auf diese Account, ich bin Auf bei dir diese geblockt. Auf Account? diese und Ich Geist bin Live. geblockt. Guckst du mal, Geist offiziell und Geist Live, Okay. Bruder. Okay, ich lass dich, ich schaue, 100%. Wallah, ich schaue jetzt, okay? Ja. Was, Ich bin was, ganz was, geblockt. was, Also, was, was, was hast du Fragen gestellt darf ich mir an Ahmad? abschieden? Ja, was hast du, Ahmad, was du sagen wolltest eben? Du hast ihm eine Frage auf Deutsch was gestellt? Du willst wissen, ne? Shalal Habas. Du hast doch gerade, du wolltest sagen, er hat dich Sag gestört. ihm nur, sag's mir nur, erklär mir, Shalal Habas. Was bedeutet? Ich sage nicht mehr, weil Shalal findest du das? Nein, sag ich dir nicht. Du weißt, du findest das, Harut. Das ist eine schwere Frage, die jüdische Guck Sprache. mal, Ich stehe im da Leben. schreibt einer in Kommentare. Hamdi, da schreibt einer in Kommentare. Kommt zu mir, ich bin Atheist. Nein, der geht nicht. Haben Nein, ich kann nicht mehr reden. Ich schau. Hallo, ich war in Wurf, wie geht's dir? Le Leute, Hamdi, gibt euch keine Warte. Plattform. Merkt ihr das nicht? Ja, alles gut, Oh Hamdi, ja, oh ja, Hamdi, oh ja. ganz kurz bitte, Hamdi, Bitte. Hamdi, meine Frage ist für mich immer noch offen, weil ich will gerne wissen, was nun ist, ja, wenn du mir sagst, du leugnest diesen ganzen Tafsirs, der in den Büchern Nein, steht, ich ja, leugne nicht. was von Ich Ibn leugne nicht. Abbas kommt, die Erklärung von Verdreh Ibn meine Abbas Worte kommt, nicht. Nein, Verdreh ich sag meine dir, Worte nein, nicht. ich sag dir, was ich jetzt denke, meine Frage ist noch Okay. immer offen. Wie soll jemand verstehen, was nun ist? Ja, Okay. wie soll jemand Ich hab... verstehen, was nun ist? Wie diese Sure überdings erklärt wird? Und wenn du sagst, ey, diese ganzen Tafsirs leugne ich, obwohl die ganzen Nein, nein. Aussagen von Ibn Abbas kommen, das kann ich nicht Nein, verstehen ich habe gerade. dir gesagt, wer hat das überliefert? Ich habe dir gesagt, wer hat das überliefert? Es steht dort Al-Waqidi. Steht dort, Aber das steht doch, wenn du auf Tafsir diese Sure gehst, dann kriegst du nur diese Tafsir Ja. von den Gelehrten, den islamischen Gelehrten. Hab ich dir nicht gezeigt jetzt, dass alle Tafsir von Israeliyat? Ich habe dir Guck mal, gezeigt, von die die haben Fatwa. sich, für mich heißt das, die haben sich alle die Mühe gegeben, ja, um zu sagen, dass es von den Israelis kommt, dank den Israelis, dass sie das System haben, aber keiner hat Nein, das haben die richtig nicht zu mir. erklärt. Nein, haben die nicht, Haben nein. die Ich habe meinst dir du erklärt den? am Anfang, aber du willst nicht hören. Meinst du den? Warum verratest du mich? Warum, Harut? Du bist ein Verräter, Harut. Ich mag dich nicht mehr. Hör zu, hör zu. Ich habe dir gesagt, die Mufassirun kommen dir und sagen, alles, was die überliefert, nicht für Ibn Abbas, nicht von Ibn Abbas, nicht. Alle von Lügner, von Israeliten. Aber du sagst zu mir, ja, du verleugnest. Ich verleugne das nicht. Ich habe dir erklärt, was bedeutet nun. Nun, das ist einer Buchstabe. Fertig. Was wir wissen, ist nun ist ein Buchstabe. Die haben angefangen zu philosophieren. Verstehst du diese Leute? Warum? Weil in der Sura hörst du, dass du weißt, du haben die, er weiß, von was rede ich. Wenn du gehst zur Sura Yunus, ist bei euch auch, weißt du, hat ihm ein Fisch geschluckt, oder? Ja. Yunus. Jona. Ja. Ja, ist bei uns das Gleiche. Heißt, وذنوني der Vater, ja, Abul Fisch, der Vater des Ja. Fisch. Okay, Oder haben die, der Freund der Fisch. ich sage ihm nichts. Du kannst ihm die Frage stellen, keine Sorge. Nein, ich habe noch mehrere. Ich habe fast 200 von sowas. Ich habe ja. Aber du kannst du das sagen, ist kein Problem. Aber weil Ich viele sage sagen zu ihm. mir, ja, was macht diese Sprache und diese Worte? Zeige ihm auch Sachen, die auch nicht in Ordnung, auch nicht in Ordnung, auch Sachen fremd in Bibel bei euch. Verstehst du? Aber hör mal, ich sag's nochmal, Wahrheit, dass du mir verstehst, bitte, dass du nicht sagst, oh, was ist da los und so. Sage nochmal, diese Tafsir, nicht von Ibn Abbas, nicht von Ibn Abbas, sind alle gelogen über Ibn Abbas. Von Israeliat, ich habe dir das gezeigt. Okay? Du sagst, ja, erklär mir, sagst du, nun ist eine Buchstabe. Mehr nicht, wie Elif, Lam, Mim, wie Haka, Haya, Hinsat.
Allerdings, was bedeutet das? Okay, gibt es ein besseres Tafsir für sowas, das sagte, hier, Allah sagt zu Quraysh, weil die sind mächtig in arabischer Sprache, schauen, dieser Koran auf Arabisch bedeutet die Buchstabe Arabisch. Ich kannte diese Buchstabe. Also, versuch eine Vers wie der Koran zu bringen. Das ist es, was gemeint. Mehr nicht. Hamdi, wenn du diese Sure weiterliest, dann wirst du sehen, ganz kurz, wenn du diese Sure weiterliest, dann siehst du, dass Allah die ersten zwei Sachen, die er erschaffen hat, war Al-Qalam und Nun, also Stift und gibt's welche, ja, gibt es welche, die sagen Al-Qalam und Al-Arsch. Nein, siehst du das? Deswegen muss man wissen, ein bisschen lernen. Gibt es welche, die gehört authentisch, aber die sagen, dies, was du gelesen hast. Ich habe dir gesagt, stimmt nicht, Israeliat, die sagen Qalam wa Nun, das Fisch, Israeliat, bitte erklärt, er versteht das. Aber die Gelehrte, richtige Gelehrte, sagen, also, was Allah schaffen, der Qalam, das aber, Qalam aber, und dann Thron. Ja, Thron. Du kennst, ganz kurz, du hast jetzt gesagt, es gibt andere Sure, da wo steht, da, du hast gesagt, es gibt auch Sure. Wie sind jetzt gegangen? Ganz kurz. Der Bruder, der ist schon seit 5 Minuten da. Wieso holt ihr den denn nicht hoch? Der kann doch gegenargumentieren. Der kennt doch die meisten Grob Christian. Wo ist er? Ah, Rob hoch. Ah, shit, der hat mal die geschrieben. Weil Rob hat ja auch Ahnung von diesen Sachen. Ich habe keine Anfrage gehabt. Adlerblick. Guck mal. Er hat die Sachen gezeigt, ja? Aber egal, was er sagt, was er gezeigt hat. Der muss weg, Bruder. Ja. Egal, was er gesagt hat, die Tafsirs. Ja, kommen von der Zunge von Ibn Abbas. Und Ibn Abbas ist der Größte von den allen. Der Größte. Ja, was von seiner Zunge kommt, kann nicht gelogen sein. Ja? Ja. Und er sagt, nun, was macht dann diese Buchstabe in diesem Buch? Was hat diese Buchstabe da zu suchen, die keine Bedeutung hat, nein, Buchstabe ist? Was sucht sie da? Das ist die erste Frage. Ich habe mich auch gefragt, so, ey, wie kann das denn sein? Nein, aber guck mal, Adlerblick, Bruder, ihr wechselt immer Thema von zu Thema. Ich will immer, wenn man über eine Sache redet, dass man immer nur bei diesem Thema bleibt. Nicht wechseln dahin, ja, aber hier so und so. Lass mal bei diesem Thema bleiben. Ja, aber ich habe noch sehr viele Fragen. Nein, ich habe noch sehr viele offene Fragen, weil ich habe mich mit dieser Suche richtig gut beschäftigt. Warte, haben die noch hoch? Nein, hat gesagt, er kann nicht mehr. Hello, guys. Rob, okay. Rob, don't ask me, because I told Harut, yeah, just take Rob Christian up, and yeah, then Hamdi was gone, but he wrote in the chat, yeah, I needed to go, so. The topic was about Surah 68, the first word is Noon. And we read the tafsir from Ibn Abbas, where it's written that Noon is a whale. Brother, there's nothing called tafsir Ibn Abbas. You know that, right? The Muslims they rejected. You don't use tafsir al-Miqbas by Ibn Abbas. If you go simply to the other tafsir, you'll see that it says, for example, Ibn Kathir or the other Tabari, you'll see that it says that it's a whale. Noon is a whale, and the whale is on the Earth is on the back of the whale. So Hamdi, if Hamdi is saying that he rejects Tafsir al-Miqbas by Ibn Abbas, he's correct, because these Muslims don't use it. They say it's not for. So make sure to use the correct Tafsir. But Ibn Abbas is the cousin from the Messenger, and in Musnad Ahmad, it's written that he prayed for him. To understand. Nein, er meint nur, dass du den falschen Gesang benutzt hast. I'm trying to say. Er meint nur, dass du das falsche Buch benutzt hast. Ah, okay. Yeah. Look, if you have now it's clear. It's clear. Give me the camera, guys. I want to explain to you a couple of things. So only the book is wrong, not the tafsir from originally. The name of the book from Ibn Abbas is wrong, right? Let me explain. If you give me the camera, guys. Okay. Of course. We have enough time. What I'm trying to say here is this, guys. I'm not sure. I can't understand German, so I don't know what Hamdi said. But look, here is, for example, QuranX.com. Here on top, you see Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas. This one, yes, when it comes to among themselves, they will use it. But in our debates, they will say, well, this is not attributed to Ibn Abbas, because Ibn Abbas never wrote a tafsir book. So what you guys, I advise you to go to either to Ibn Kathir,
al-Jalalain, etc. The other ones, by the way, Shia. So don't use Shia tafsir with Sunnis, they won't accept it. But this one here on top, I myself don't use it. I don't need to use it. Right? Go to At-Tabari, if you know a little bit of Arabic. Go to Ibn Kathir. Don't go to the false English translation of Ibn Kathir, because they lie always in the English translation. Yeah. So the one on top, don't use it, guys. Don't use this. Okay, one. Okay, brother Rob, but in which tafsir it's also written that noon is a whale? Let me show you. Yes. Bruder Harut. Ja. Guck mal, sei mir bitte nicht böse. Ich habe ein Bitte an euch, ja. Wenn ich mich mit jemandem, so wie dem Bruder Hamdi, unterhalte über ein bestimmtes Thema, ich möchte nicht, dass jemand zu einem anderen Thema springt, weil ich habe sehr viele offene Fragen, ja. Wir sind nicht zum richtigen Punkt mit ihm gekommen, weil immer wieder dazwischen irgendjemand ihn was gefragt hat, ja. Das ist wirklich nicht schön. Ja, richtig. Weil er hat gerade die Aussage von Ibn Abbas zu 100% geleugnet, ja. Ja. Ja, und lassen wir alle zusammen unsere Hände hochmachen, wie die Israelis, die diese Tafsir geschrieben haben, und uns bei denen bedanken, dass sie diese Sure Dings hier für uns erklärt haben, was es ist. Alle Hände hoch und betet bitte zusammen, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Der Rob hat das ja gerade erklärt. Dass man bestimmte Sachen nicht verwenden soll von Ibn Abbas und dass man generell nicht auf Ibn Abbas eingehen soll, weil sie halt eben gewisse Sachen ablehnen und sagen, dass es von Schiiten überliefert worden ist. Nein, das hat er nicht gesagt. Bruder, der hat es gemeint, die tun das unter sich als Beweis, tun die es schon benutzen. Aber wenn wir damit ankommen, dann leugnen die es auf einmal. Das meint er. Unter sich benutzen die das gerne als Beweis. Aber sobald du jetzt zum Beispiel kommst und hast da drin was gefunden, was für die problematisch ist, dann tun die es auf einmal wegwerfen. Ja, genau, genau. Deswegen lass uns über das nehmen, was sie auch akzeptieren und was sie nicht verleugnen können. Die können nicht Ibn Abbas leugnen, die können ihn nicht leugnen. Wir machen das nächste Mal, beziehungsweise heute Abend werden wir, wenn wir Zeit haben, nur über diesen Punkt reden, okay? Ja, wenn ich die Zeit habe, ja. Aber okay. Nicht immer von Thema wechseln. Lass mal bei diesem Thema bleiben, weil diese schöne Buchstabe und nun, ja, erklärt uns, wie die Welt aufgebaut ist, nämlich auf einen Wal seinen Rücken. Ja, der Wal hat sich einmal bewegt kurz, so steht in den Tafsiren, dann hat Allah einen Engel geschickt, der auf seine rechte und linke Schulter, ja, links der die Berge getragen hat und darauf auf diese Erdplatte, was auf dem Wal ist, wo wir jetzt gerade alle drauf leben, ja, hingestellt, damit er sich nicht mehr wackelt. Und seid vorsichtig alle, passt lieber auf, das ist eine Warnung, nicht, dass der Wal auf einmal plötzlich irgendwo in eure Stelle atmet, ja, ausatmet und ihr wegfliegt, ja. Passt bitte lieber auf. Guys, what I try to say is the following. Let me show you the deception of Muslims. If you go to Ibn Kathir, let me show you guys. This is the deception of Muslims. Look, this is what? Chapter 68, Ayah 1. 68 Ayah 1, right, guys? This is the chapter, this is the Ayah. Surat Al-Qalam. Yes. If you go here down, you see Ibn Kathir, right? Ibn Kathir. Yeah. Now, if you look for the word whale, you won't find it. Look, whale 00. When I do the search, it's not Ibn Kathir here. It's they did not included it. The word whale is not included. Now, let me show you. If we go to the Arabic of Ibn Kathir, here is the whale, hoot. So they are lying. This is what Hamdi and his boyfriends are doing. They will say it's not there, but if you go to the Arabic, it is there. Look, they hide Ibn Kathir. Look, Ibn Kathir Arabic. But in the English, they removed it. This is the deception, guys. Look, this is Ibn Kathir. Where's the word wheel? It's missing. Look, no 00, no wheel. Where's the word wheel here? So this is what I'm trying to say, guys. Islam is pure deception. You need to know Arabic to debate Arabic-speaking Muslims, especially Arabic-speaking Muslims, or even English, because they will lie to you. They will say it's from the Israelite. The scholars took it from the Israelite. What Israelite? Why? That's the reason why they are afraid to debate Arabic-speaking Muslims.
He told us it's from the Israelites, like you said it before. What do you mean from the Israelites? Is Ibn Kathir Israelite? Israelite. Look, the word, here's the word hoot. Look, hoot, whale. Copy. Hoot, hoot. Val, val, val. Val. Whale, hoot. اخي اخي روب المش المشكله الشباب اللي معنا هون على الباس ما خلونا نتحاور زياده يعني كانوا بضلوا يطلعوا من الموضوع هذا الشيء ما عجبني ليش why did he run ليش رقد لما شاف اسمي why did he run when he saw me حبيبي هو خواف خواف بيشوف ناس تتجادل معه البارح اخ كريس ده بودي فون seit 15 minuten gehen look guys the word wheel look the word hoot in Ibn Kathir is mentioned 7 times in the Arabic. Look, 7 times, hoot. But in the English, it's removed. Zero. Yes. Do you see the deception? Because they the hide Muslims it. Find out that the earth is on the back of a hoot, of a wheel, the earth, the planet earth, is on the back of the wheel, they will leave Islam. So this is how to deceive more than 99% of all Muslims, because 99% of all Muslims don't know Arabic. Yes. Only 1% knows Arabic. Yes. اخي روب خلينا ندعي للاخوان الاسرائيليين اللي كتبوا اللي فسروا هالايه لازم اللي بيت في الاسرائيلي سي ديزه تفسير geschrieben haben und diese Sura erklärt haben ein Gebet machen. Alle Hände hoch und macht ein Gebet für unsere israelischen Brüder, die Wahrheit nicht versteckt haben vor uns. Yes, Ibn Kathir is an Israelite. Tabari, look at Tabari, here is a Tabari. Look guys. Al-Tabari must be a Yahudi too. He must be a Jew too. Look, this is the government website of Saudi Arabia. So the Prince of Saudi Arabia owns this website. Okay, here, Control F, the word Hud twice in Al-Tabari. Twice, Tafsir Al-Tabari. So why Muslims always lie? Ah, because Islam is allowed to lie. Who Al-Hud? اقرا يا اخي هو وات هيرز ان تفسير الطبري هو الحوت الذي عليه الارضون كوبي ذس از ان فال اوف sein rücken ist die erde ja passt auf leute wenn der einmal ausatmet es ist ein ende für uns alle ja and brother rob is it also written that allah is swearing by this whale Yes. Look, guys, here is the Arabic. Okay. هو الحوت الذي عليه الأراضون. Okay. He is the whale on which the earths, not one, but many earths. Many earths are. So, guys, there is not only one, there are multiple earths on the back of the whale. So, guys, when we shake, you know, when you have earthquakes, is because the wheel is swimming. Okay, that's one. Arabisch steht auch Al-Ardun, das sind mehrere, ja? Yeah, more than one. Here, and this brother, is the word. Brother, what Al-Ardun about... Al-Ardun heißt mehrere. Is it mehrere also written Erde. That there is a whale, his name is Liwash, and the name of the bull is Bahamut? Yeah, you have the... Two names. Like this, guys. You have a wheel. On top of that, you have the earths. Underneath, you have the bull. So the whale is riding the bull. So it's like a building. Tick, 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 tick. why did Hamdi run when he saw my name? I want to know. He has to go since 15 minutes ago. He has to go. Let's go. Wieso genau drin, wenn wir sagen, was ist denn? رب حبيبي اليوم صوب المساء اليوم صوب المساء تعال فوت لعنا بدي اطبق لك وين ما في مشكلة تمام شيخ ابراهيم يا Es war doch gleich schlau von mir, dass ich euch diese Buchstaben nicht erklärt habe, oder? Ja, Bruder. إذا الأولاد يخلونا نطلع على التيك توك كويس عندي أولاد بس أتمنى Er hat Kinder, wenn seine Kinder ihm dazu lassen, dass er auf TikTok live kommt, dann liebt gerne, er kommt sehr gerne hoch. Okay. Also Leute. Let him come back, man. Why you run? Leute, ladet mal wieder den Hamdi ein. Teilen, share.
بدنا نبعث له، بدنا نبعث له اللايف كمان. ما عندي Bruder, ich hoffe, du kannst mir verzeihen, weil ich bin mit einer bestimmten Mission hochgekommen, weil ich habe immer noch eine Rechnung offen gehabt, weißt? Nicht, guck mal, Bruder Cheikh, guck mal, es gibt Sachen, so wie diese Suche, ne, wie diese Suche, die verdammt wichtig sind, Bruder. Das ist nicht hat jetzt Allah die Erde jetzt in 6 Tagen oder 7 oder 8 Tagen und hier ist was ganz Krasseres, das ist was Wichtiges und von diesen Themen darf man nicht abgelenkt werden, Bruder. Bruder, ich habe ja extra gefragt, wenn du fertig bist. Ich habe extra gefragt, wenn du fertig bist. This brother Sheikh, he's asking for 1 or 2 weeks, Hamdi, what is Nabit? Is it only alcohol? Is it like putting raisins in water? First time, brother. Hamdi is lying because Nabi asked. Just a second, guys. First time, he said, yeah. God, brother, first time he denied it. Today he said it is alcohol. So he lied, then he got busted. Yes. Now he says it is alcohol. Now I had him busted, and today he not denied. But he said not only alcohol. Is it also alcohol? And no, he's lying. He's lying. Ja, dann wird er wieder. Aber ich habe meine Antwort bekommen. He's lying. Ja, dann ganz kurz. Guck mal, lass mal nicht von diesem Thema weggehen. Achirop, إذا عندك وقت فيك تفرجينا لما حرك الحوت حرك حاله كي شو عمل الله لشان يثبت العرض على ظهره. فيك فسنا إياها. Ja. Habibi, kannst du bitte, Bruder, ein bisschen groß machen? Give me the screen back, brother. Give me the screen back. Lahafarjik, Habibi. Lahimak. Okay, Habibi. Let me show you. Wir sind noch bei derselben Thema, ja? Ja. Lisan al-Arab. Lisan al-Arab. The tongue of the Arabs. This is the number one classical dictionary. Lisan al-Arab. Okay. Lisan al-Arab. Li Ibn Mandur. The giant... basically translator Ibn Mandur of the Arabs. Okay, this is basically all Arabs go back to this one. Lisan al-Arab is also in this. Ich habe danach eine wichtige Frage. Yeah. So also in this same book, guys, you see that Isa means the semen of the camel or semen of a stallion. It's the same book. Okay, so never ever accept Isa to be Jesus, guys. Same book. Now in Lisan al-Arab, here's the word. Rob, one second, please. Harut, siehst du, das, was ich letztens gezeigt habe, das Video, wo alle sich aufgeregt haben, wo gesagt haben, wegen des Sperma des Bullen, weißt du noch das Video, wo ich gezeigt habe? Wo alle gesagt haben, ich lüge? Das ist, guck, siehst du, er sagt auch jetzt, er stimmt. Ja, Bruder. Now look, guys, here is the word Nabid. I put here in the search. Nabid in Arabic. Look what it comes out as. Khamar. Translate. Khamar ist Alkohol. Khalas, done. I know, Blur. I know. Done. Look, we copy this word, yeah? Khamar. I copy it from here. Khamar. Khamar al-shay, right? So anything that is fermented, alcohol. Yeah. Okay. Copy, and we go to Google Translate. Here. Alcohol. Copy, paste. Wine, yes. To ferment. This one I showed him too. So I had him show this one too. Brother Rob. Yeah. Rob, okay. I have translated one video. I have translated one video from you where it's where you explain the name of Isa that they with the Lisan al Arab that they have read the word backwards. And then a Muslim had said, where is it backwards? It's called Isa. Where is it backwards? It's not backwards, he said. You know? So he's calling. I'm happy that he's calling his tafsir books on all the scholars liars. Because I'm not the one saying it. Say to him, thank you for confirming that your scholars are liars. I mean, it's in the book, isn't it? Yeah. He said Isa and backwards, it's Asi. You know? Yeah. So guys, it's about the whale. It's all over the Islamic books. Yeah. All the books are explaining that it's the whale.
It's the will, it's the will. I mean, Mujahid, look, I mean, this is Mujahid saying it. An Mujahid. Do you know, guys, who Mujahid is? He's a Tabi'i, for God's sakes. He's a successor of the Sahaba. An Mujahid. An Noon, Shuhu An Noon? Al Hud. This is Al-Bukhari. Now, guys, here, for the people who want to know the link, let me copy the link, and I can show you here. Because it turns out very small. So let me put it here so people can take a screenshot. This is the link, the government of Saudi Arabia, Quran.qsu, meaning Saudi Arabia, Edu SA, Saudi Arabia, Tafsir al-Tabari. You see, guys? This is the link. And by the way, there's a trick, guys, if you want things to be translated, if you don't know Arabic, I warn you, it will come out funny because it's Google machine translation. But if you paste the link here, you'll get the link here. So if you click on it, look, click, you'll get English. Do you see? Nice. Do you see? So here's the wheel already. Wheel. Is it? It's the wheel. This is what, again, we go on top. Tafsir al-Tabari. But it will come out funny because it's not good translation, because it's a Google machine translation. But look, the noon. Right? The wheel. It's the wheel. Ibn Abbas is here. Ibn Abbas explains it also. Yani, khalas. What's up, wrong Christian? I got a question. Yeah. I tried to find, because I had a discussion with a Muslim girl, and I said that, and there is a hadith where, for example, if Muhammad looks at a married wife and he looks at her, then he can take her, and the man has to divorce the wife from her. Yes. Is it right? Do you want me to show you? Do you want me to show you? I want to see it. Yes. All right. Beautiful. Look, if you go to Tafsir al-Qurtubi, Tafsir what? Al-Qurtubi. Can you show on your screen? Yes. Okay, Hamdi is here. Yeah. Hello, Rob Christian. Why you lie now until now about Nabi? Okay. Why? I lie, Hamdi. Let's see who is a liar, Hamdi. Let's see who's a liar. You did a video. No, go to Tafsir. No, listen, okay. Arab, front of me, listen, Arab. I destroy you. You are a liar, like your brother. Look how he lie you. Look, Hamdi, listen, Arab. Hamdi. No, not Hamdi. Don't lie. Don't. You see, I speak with respect. Yeah, but when somebody lied, I hated this. What's this? Mu'ajim Lisan al-Arab, Ibn Manzur. What you say? Listen, you say just Nabith bidot alcohol. Make me big to destroy this liar. You call Nabath al-Tamara wal-Inaba, Iza Tarakto alayh al-Ma, Yadrab Nabith al-Fasarafa, Min Maf'ul ila Fa'il, Wantadaba, Wantabatha, Fattakhathu Nabitha, Sawa an kana musakkaran, Aw ghayr musakkar. Alcohol or Danny? Don't play with Hamdi, you liar. Hamdi, this is what? Give me the screen. He's gone. Akhirab, بس دقيقة للمتابعين الألمان. I want him to come back because he made a video, guys. He made a video, and guys, this is what? Khamar. Immediately khamar. But guys, I want him to come up, and I want to debate him about Rasul al-Markub because he said we are lying about it. Come up because he was spitting on me. Let me spit back on him. Foo on you, ya Hamdi, for lying about your Rasul al-Markub. Come back. And I'm spitting on you back because you're a liar. What does it say here? Khamar? Khamar. Alcohol. Nabith is khamar. Yeah, I know. But Akhirab, هلا هو فات لجوا صح؟ Yes. هو فات لجوا. شو قال لك؟ شو النبيث؟ بيعملوها من شو؟ From grapes, yes. Yeah, from that old. بيسكر الواحد بيسكر وما بيسكر يعني شو استفدنا من الجواب تبعه هلا يعني لا اعطانا لا هاي ولا هاي yes of course كما ايش هوك كوب رح احكي بالالماني شوي اخيرو من بعد اذنك تمام حبيبي كما حمدي يسخو قاعده هوك كوم يا هات اكلات في ديزن نبيس gemacht wird aus datteln wasser und was weiß ich man lässt es lange warten
Man kann entweder davon besoffen werden oder nicht. Seid mal bitte ehrlich, ja? Was war das jetzt für eine Aussage? Kann man jetzt davon besoffen werden oder nicht? Was ist das? Nein, also er meint ja diesen Fermentierungsprozess, aber es ist ja klar, dass damit jetzt Alkohol gemeint ist. Khamr ist ja Alkohol. Ja, aber Hamdi hat doch nichts dazu beigetragen. Er hat wieder gesagt, dass es kein Alkohol ist und wieder noch das Alkohol ist. Verstehst du? Hamdi hat gar keine, er hat nichts beigetragen. Das war, er wäre einfach nicht hochgekommen, wäre besser gewesen. Bei allem Respekt gegenüber dir, Hamdi. Das ist wirklich, das war gerade gar nicht gut von dir. Habibi. ترجم لهم لما العرب نحن لما نتكلم اللغة العربية لما العرب يتكلموا على النبيذ كل العرب يفهموا انه معناته خمر يعني يقدر يلف والدور يقدر يلف والدور بالالماني او بالانجليزي بس هو يعرف هو كذاب من كذاب مثل نبيو خمر 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 ist Alkohol liebe خمر 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 ist etwas was berauscht alles was berauscht nein warte kurz das ist ja Alkohol. Ganz kurz, bitte. Also Alkohol damit gemeint, ja. Auch mit der Nut. Was kann man, I want him to come back if he claims to be a man. Let him come back and I want him, because he did a video about me and he was calling me a liar about al-Rasul al-Markub, about Muhammad being ridden by Shayateen. Shayateen took the virginity of Muhammad. He said we are lying. صدق الله العظيم صدق الله العظيم امين حبيبي رب حبيبي رب حتى هذا حتى هاي آية القلم كمان شو قال الحاكم قال هو هاي الحديث صحيح يعني هذا التفاصيل صحيح برودر رب اخي خلي يكبر الشاشة انا بدي اورجيك برودر هارون مخ مش مال بكورت كروس بس يا ابو دنون دي هات يا ابو دنون بلوج Burani, ich habe eine Frage und zwar in manchen Hadithen steht geschrieben, dass die Früchte morgens ins Wasser gelegt haben und abends getrunken haben. Aber da steht trotzdem Nabid. Aber in so einer kurzen Zeit wird das ja nicht zu Alkohol. Das heißt, sogar das wurde falsch übersetzt, richtig? Ja, Bruder Harut, guck mal, Bruder Harut, der Bruder Rob hat gerade vorhin gesagt, der Bruder Rob hat gerade gesagt, er sagt, wenn wir Araber untereinander das Wort Nabis sagen, verstehen wir direkt, die Bedeutung Alkohol. Ist Alkohol, Khamr. Ja, Nabis ist Khamr. Oder ich als Kurde weiß das schon, ich als Kurde weiß das schon lange, dass Nabis Alkohol ist. Und ich weiß das sogar als Türkei. Was heißt die alkoholfrei oder nicht? Bruder, ich habe nicht nur das gezeigt, ich habe das Nabis gezeigt und das andere gezeigt. Liebe Bruder, hört ihr mich? Ja. Zum Beispiel, das ist was. Man hört dich jetzt nicht mehr. Man hört dich nicht mehr, Ali. Du hast dich gestummt. Ali, aber du hast dich gestummt. Ali, say, inshallah, say, maybe Allah will help you. That's a technical. Ali, du hast dich gestummt, Bruder. Jetzt. Könnt Ali, man hört dich jetzt. Jetzt, ja. Könnt ihr mich jetzt? Ja. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ja, schau mal. Er hat ja gesagt, der Tafsir ibn Abbas ist ja eine Lüge und die Gelehrte stimmt nicht überein. Al-Hakim sagt, dieser Hadith ist sahih. Ist es? Ali, dein Internet ist sehr schwach, Bruder Herz. Du hast schwaches Internet, Ali. Man hört dich nicht. Verbindung ist schlecht, Ali. Okay, he has not the best connection at the moment. I think he's in Kaif Hira. In Kaif Hira, that's why. wollt ihr wissen, wie die Erde auf diesem Wald seinen Rücken genau aufgebaut ist und wie die Reihenfolge, also wie es angefangen hat? Ja, dann hast du ein lass Bild? Mal bitte. Nein, der Bruder Rob kann das sehr gut erklären für euch. Okay. Brother Rob, yeah, give me the screen back. Rob, you wanted to show me the thing I asked you about. Yeah, look, here is Tafsir al-Qurtubi for chapter 33, ayah 50. 33, ayah 50, okay? Privilege number 10. Privilege number 10 that only Muhammad has. Nobody else in Islam has this privilege. Look,
العاشر إذا وقع بصره على امرأة واجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها. Meaning, if Muhammad looks at a woman, the man must immediately, without hesitation, divorce his wife, and he do dingy dingy with his wife. Yeah. Can you show again? Translation, guys. Translation. Okay, this is when Muhammad. If Muhammad looks at a married woman, Muslim woman, and he lust after her, yeah. Beautiful woman, she's married, then her yeah. husband is forced to divorce her and hand her over to Muhammad, so the Prophet can. Yes, yes. Sexual. Okay, dingy dingy with her. Look, Ibn al-Arabi. If we continue reading, قال Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi said. So everything, guys, I translate word for word. We don't like to lie like Muslims. And this is according to the two mosques, according to the two mosques, for what? This is what the servant of the two holy mosques has also said, as was clear to the scholars from the story of Zayd, the son of Muhammad. So Muhammad stole the wife of Zayd, his son, which also had this meaning. Bada bam bam, boom boom. Yani, in other words, guys, if Muhammad is walking on the streets of Mecca and Medina and he sees a Muslim wife married, she's a beautiful woman, maybe. Allahu alam. Muhammad looks at her. He looks at the married Muslim woman. Immediately, the husband must divorce her. Now, guys, I had a debate once with a Muslim in the past. I said to him, what if this is your wife? You know what the Muslim said? He said, I'm going to divorce her and I'll give her to Muhammad and I will even open her legs for the Rasul. So he's going to open and look how Muhammad F's his wife. Can you imagine these people? Translate. Also, he's going to himself said, I'm going to open the legs of my wife for Rasulullah. Can you imagine? Crazy. Wenn Muhammad eine auch verheiratete Frau ihm gefallen hat, musste der Ehemann ja, ihm erlauben, mit ihr seine Liebe führen. Can you show? Ich kenne das. Yes. Can you show where it says where the Quran says that the earth is flat? Yes, chapter 88, ayah 20. 88. What? Let me put it on the screen. 88, ayah 20. Are you ex-Muslim yourself, or why do you have so much knowledge? No, I'm a Christian, brother. Thank God we don't. I never was in that evil cult. But I studied Islam a long time ago, Habibi. That's why. 88:20. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Quran surah. Here's the word sutihat, made flat. Chapter 88, ayah 20, guys. Sutihat, flat. Is it Surah 88, verse 20? Yes. If you copy this word, look, guys, if we copy this word and we put it in Google Translate, look. Sutihat. Flattened. Done. So, Sheikh, hast du noch eine Frage? Weil dann hole ich noch kurz den Ali hoch. Ja, alles gut. Okay. Dann warte ich dann. Erstmal danke, Bruder Harut, dass du mich hochgenommen hast. Kann ich kurz was fragen? Ja. Okay, sehr gut. Wahrheit, du kannst doch Arabisch, oder? Wenn du das richtig mitgehört hast, ja. Okay, Bruder, kann ich kurz was laufen lassen? Du tust mir das nur ganz kurz übersetzen. Um was geht das? Ich muss auch gleich arbeiten. Also okay, es geht darum, dass ich halt mit jemand geredet hat, der ein Moslem ist. Und dann hat sich sein Bruder halt eingemischt, hat bei mir Sprachnachrichten auf Arabisch gemacht. Das geht nur 1 Minute 32 Sekunden. Und ich habe nicht genau verstanden, weil ich kann nur ein bisschen sozusagen Arabisch schreiben, aber verstehen nicht, weißt du. Und es ging halt um Glauben.
Und ja, das ist halt die Sache. Ja, dann, wenn Bruder Harut erlaubt, kannst du laufen lassen. Ja, Shake, ich tu dich kurz runter, damit der Ali noch was zeigen kann, okay? Alles gut. Okay, korrekt, warte. So. Can you stop the recording, guys? Can you stop the recording? Yeah. Er hat gefragt, ob du das kurz pausieren kannst. I was listening, guys, to what is being said. He's saying that Allah is the God of the Christians. So you are insult when you insult Allah. That is the Muslim saying. If you insult Allah, you insult God of the Bible. That's a lie. Let's see the God of the Bible. Ich habe nicht verstanden, was der gesagt hat. Das ist das Problem. Ja, هو ما فهم شو هذا الشاب بيحكي له بالعربي مشان هيك كان بده يعني ترجم له شو عم بيحكي. ترجمت هلا قبل شوي انا ترجمت. Hast du verstanden jetzt, Jesus ist Gott? Nein, Bruder, ich habe gar nichts verstanden. Ich kann ja nicht so gut Englisch. Der hat nur gesagt, irgendwas, dass Allah Gott. Guck mal, er sagt zu dir, du Schlaumeier, ja, du Schlaumeier. Wir alle glauben an denselben Gott, nur du glaubst an Jesus, ja? Du glaubst an Jesus, das wollte dir sagen, und du darfst nicht über deinen Allah so reden, weißt du? Er will dir damit sagen, dein Gott und sein Gott ist eins, aber für ihn ist Jesus nur ein Prophet. Du glaubst an den falschen Gott, will dir sagen, dass du ein Dummkopf bist, in diesem Motto. Let's test that, brother. Let us do some test, because, listen guys, all the prophets in the Old Testament said that God is Father. The Jews believe that God is Father. Jesus said, my Father in heaven. But in chapter 5, let's see if it's the same God. Chapter 5, ayah 18. Write it down, guys. Surah Al-Ma'idah, ayah 18. Read with me. The Jews and the Christians said, we are the sons of Allah and his beloved ones. Say, why does he then punish you for your sins? In fact, you are nothing but human beings, part of his creation. In other words, guys, Allah here says, I am not Father. How is this the same God? Boom. Tell me, how is this the same God? قم بالنووية يا أخي جروب. طبعا. شوي شوي يا شباب. لانزام لانزام. يباش يباش. هدي هدي. شوي شوي. How is this the same God? ترجم لهم. يعني الله تبع الإسلام هو عنده الشيزوفرينيا. مرة بيقول هيك ومرة بيقول هيك. Yes. Übrigens, Leute, übrigens, Leute, er sagt ja hier, dass er nicht der Vater ist. Könnt ihr euch an die Debatte erinnern zwischen Melvin und dem Samra, wo Samra behauptet hatte, Mohammed wäre sowas wie der Vater für die Muslime? Da hat er eiskalt gelogen in der Debatte, frei. Falls ihr es noch in der Erinnerung habt. Das war eine eiskalte Lüge. I mean, if we insult Allah, that is Allah is our God. How is Allah our God? Why are you lying, Muslims? أخي راب فيك لو سمحت إذا عندك وقت بعد شوي فيك تفتح لنا صحيح البخاري 7421 So Leute, ich bin jetzt auch raus. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Bis später, Adler. Ja, Leute, gibt es einen Moslem hier, der hochkommen will und uns Allah erklären will? Glaub mir, jetzt kommt keiner. Ich hab jetzt dem Bruder Rob einen Hadith gegeben, er zeigt, was Allah alles machen kann. Allah gibt Dingi Dingi zu Zainab binti Jahsh. In heaven. Allah did dingy dingy in Jannah with Zainab. Literally, guys, but here they are lying. Look, Allah married me. This is between brackets, is a lie.
Allah married me. This married is not married. It's dingy dingy. Allah effed me. Zainab is saying, this is about Zainab, right, guys? This is about Zainab talking. Zainab says, Zainab bint Jahsh. By the way, this is the daughter of in-law of Muhammad. We mentioned moments ago about the privileges of Muhammad, right, guys? This is the same daughter-in-law of Muhammad. She says that Allah did dingy dingy to her in heaven. False translation. Yeah. Literally, that's what it says here. Yes, Allah did dingy dingy to me in heaven. Allah hat mit Zainab Sex gehabt im Himmel, steht geschrieben. Ja. Zainab ist die Ehefrau. Zainab ist die Ehefrau von Mohammed. Das ist von seinem Adoptivsohn. Er hat ja weggenommen und hat er gesagt, du bist jetzt meine Frau. Allah hat den Wahyu geschickt. Ja, genau. Google will say. Und Allah hat selber jetzt und Allah im Himmel hat auch Dinge gemacht. Bonga Bonga mit Zainab. Bonga, bonga. Ja, also machen alle Bonga Bonga. Jibril, das ist dieser Hadith. Alle. Bruder Harut, das ist ein Hadith da, wo Zainab der vor die anderen Frauen von Prophet geprallt hat, dass sie mit Himmel im Himmel. Ja. Haben wir schon gesehen. Married. False translation. Ja, das ist falsch. Married, heiraten ist nicht, es ist nicht Heirat. Auf Arabisch heißt es Nikah, bedeutet also sexuelles. Es ist nicht. Tell him, brother, to prove it. When we say Nikah al-Yad. Nikah al-Yad, does that mean I marry my hand or I'm masturbating? Nikah al-Yad, when I do it with yourself. Akhirat? Does that mean I married my hand? I married my hand? No. Do you see it? Ich will diese Sache mit Nikah erstmal mit das Bruder Rob uns einmal kurz erklärt, weil wenn die sagen, das heißt Ehe, also heiraten, da gibt es Widersprüche auch im Koran drin. Weil das Wort heiraten steht auch schon im Koran, wie das heißt. Da wird ausführlich gesagt, was heiraten bedeutet. The wajh is heiraten. Ja, Achirob. Bongi bongi, banga bongo. Achirob. Für den Koran, maktub kelmet zawaj, sah? Taba. Zawaj, hier bil Arab, yani heiraten. Ja, wenn Zawaj heiraten bedeutet, Zawaj bedeutet heiraten auf Arabisch. Heiraten, ja. Warum hat man Zawaj? Das ist Zawaj. Das ist heiraten. Ja. Alles, ja. Dann. Okay, dann. Viele Muslimen kter biqulu hon bei Almania, inno Nikah معناته Zawaj. Also viele in Deutschland sagen, Nikah bedeutet heiraten. Aida, ترجم له لما بالعربي نقول Nikah al-yad معناته تزوجت ايدي انا. Wenn man auf Arabisch sagt, Sex mit dem Hand, heißt das, dass ich mit meiner Hand geheiratet habe? Nein. Nikah, do you hear it? Nikah al-Yad. The Nikah of the hand. Does that mean I married my hand? Or the same, if they say Nik Umuk. They don't want to marry your mother. ترجم له ترجمة إذا أنا أروح لحمدي وأقول يا حمدي أريد أنكح بنتك شو راح يسوي؟ إذا حمدي جي وزاق حمدي جبيل دين تختة نكاح ماخن أزو سكس ماخن متيا ما زبيته زاق تسوي يا يقول سيارة it's okay يا نكاح إسيا كان هيغات زواج إس هيغات طفارة مش قناو بيدم الله صلى على محمد ده بس كلايشة دي فتغير دي واتر أخيراً مخمل بش كورت جروس برودر هارون حبيبي روب أنا بدي أورجيك شيء هذا النون هذا السمكة الكبير أيوة راح نشوي سمك اليوم راح نشوي سمك إيه دايما دوّوكم بالمتصين نغابش بيشتكي كهيرات لاتن ملاين Ja, die Erzählung Ibn Abbas sagt das, dass er schuf erstmal die Stift und so alles und der Stift sagte, was soll ich erschaffen? Da schuf er den Wald, nun bereit und die Erde und jenes das. Al-Hakim, Yaqul, er sagt, diese Hadith ist sahih, al-Hadith sahih. Al-Hakim, der aber, sagt, diese sahih ist sahih. Guck mal, gemäß Bedienung der beiden Scheich. Yani al-Qawl al-Sheikhain, sahih al-Bukhari wal-Muslim. Kommentator von Dabal, gemäßen Bedienungen von Al-Bukhari und Muslim. Mustadarek, die Nummer. An Nummer
Der sagt, es ist authentisch laut Sahih Bukhari und Muslim. Dieser Sahih, der Fisch ist Sahih. Hier, Sahih. Al-Mustadarik Asahin. Bukhari und Muslim sagen, es ist Sahih, dass der Allah auf die Erde, auf dem Schiff, also den Fisch gebaut hat. Und da ist auch noch der hier, der Stier auch noch dazu. This is exactly how it is. Exactly. Yeah. Original. The bull, you have the bull. The on top of that, you have the whale, and then you have, yeah, exactly. Boom. Boom, genau. Boom, und das ist boom, der beste Wahl. So ist die Vorstellung von Allah. Passt auf, Leute, ja. Wenn der einmal ausatmet, ist es vorbei für uns, ja. Passt auf, Leute. Seid vorsichtig, wo ihr euch hinstellt, ja. Solltet ihr einmal am falschen Platz, am falschen Ort ausatmen, ist es vorbei mit euch allen, okay? Kannst du diese La ilaha illallah hochnehmen, Bruder Harut? Der will nicht. Guys, here is Ibn Abbas. Ibn Abbas explain, guys. Anyone who says Ibn Abbas is lying, he's a... Look, guys, this is still the... it's funny translation because I'm using Google Translation, but if you go to the Arabic, it becomes clear, guys. Look, if you give me the screen, guys, look, this is Tafsir al-Tabari again. Bruder Harun, nach dem Groß? Nach dem Bruder Groß? Look, Tafsir al-Tabari. Gut, du kannst mich rausmachen, Bruder, gell, wenn du willst. Look, Ibn Abbas in Tafsir al-Tabari, not Israeliyat. This is not Israeliyat, as Hamdi is saying. Hamdi is lying. Ibn Abbas explains, look, about the noon and how the earth is on the back of the noon. Look, noon, earth, on its back. يعني خلاص كفي قزب لف الدوار. ده ده س حبيبي بروب هذا صحيح. يعني هو بيكذب كذابين. طبعاً. Das ist authentisch. Das ist 100% authentisch. Also ja. Das Israeliten, was macht israelitische Schriften bei euch in euren Schriften? Allah sagt, Surat al-Qalam, Surat al-Nun. Yani Surat al-Nun, ma katabha Israeli. Diese Surat hat nicht ein Israeli geschrieben. Da steht im Koran, Allah sagt, Surat al-Nun. Tell him, tell him, tarjimlun ma'anata, Ibn Abbas kan Israeli. Er sagt, das bedeutet, der sagt, wenn Hamdi mit seinen Aussagen so kommt, dann heißt das, dass Ibn Abbas ein Israeli ist, ein Jude ist. Yes. Bruder Harut, ich schreibe dir nachher was. Lies dir bitte das dann, ne? Okay. Bruder Harut. Ja. Na, guys, Arida Farjikun Shitani, ja, Shabab. Ich will euch noch was zeigen. Rob, okay. Brother. Yeah, I want to show you something. Maybe you can explain it. I want to show you something, brother, if you don't mind. I want to show you okay, something. Okay, okay. We move on. Because I want to ask Hamdi, if Hamdi maybe can... translate for us. Chapter 41, guys. 41, ayah 20. If all of us, according to Islam, when we die, where will we go? According to Islam, where will we go? We'll go to hell, right? To hell. Now let's see. Let's see what will happen. Look. According to chapter 41, ayah 20 and 21. Read with me, guys. 41 al-Fussilat, Fussilat, Fussilat, ayah 20-21. I want to read with you guys, in 21 specifically. And they will say to their bodies, why did you testify against us? They will answer, Allah, who gave all things power of articulation, made us speak. It is He who created you the first time, and to Him you will return. Now this is, like always, false translation, because it says skins. Do you see where it says skins? Habibi, this is false translation, so let me change it. Muslims can translate. Look, this is correct translation, skins. Okay. Now, شو معنات skins? شو معنات الجلود? لجلودهم. شو معنات الجلود? Let us see. We go to Tafsir al-Tabari. Tafsir what? Al-Tabari. For the same ayah, same chapter. Chapter 41, ayah 20-21. Look. We go there, we see that the skins are al-furuj. Juluduhum are al-furuj. Meaning, guys, on judgment day, Allah will speak to my microphone. Allah speak into my microphone. Yalla. Did you catch it? Yes.
Can you translate, guys, what is going on? Maybe the people did not understand it. So, guys, the skins of the kuffar will talk to Allah. They shall say, Allah gave a speech, and he gave everything speech. So who is going to talk to them? The skins to Allah. So Allah will talk to my banana. Allah will speak to many bananas and virginias. Did you catch it? Al-Furuj. Yes. The private parts. Yes, the private, Allah will talk to private parts. Leute, Leute, am Tag des jüngsten Gerichts hat er gerade gesagt, in Sura 41, Fussilat, in Vers 20 steht geschrieben, dass Allah zu unseren Geschlechtsteilen reden wird, steht im Tafsir. Das heißt, bei den Frauen und bei den Männern wird Allah zu unseren Geschlechtsteilen reden. To it, their hearing, their eyes and their skins bear witness against them. To Allah. Their skins bear witness against them. So the skins will say, okay, this guy is a kafir. This guy is not a kafir. So the skins will talk to Allah. So Allah will talk to my banana. Imagine, Allah will talk to billions and billions of bananas. Hello, Allah. Talk to my banana, please. I'm not the one saying it. The scholars are explaining that the skins are literally the private parts. Here's the word, al-furuj, plural. Farj is singular. Al-furuj, plural. What kind of God is this? What kind of God talks to bananas and virginias? Unbelievable. This is a disaster. مو بس هاي الإسلام كله كارثة بلانا ياها الله طبعاً. I mean, I'm not convinced I'm going to take my shahada because I want Allah to talk to my banana. I'm not kidding. I like Allah to say, yes, Rob Christian, talk. Weak, weak. Hey, Allah. Unbelievable. They claim this is the same God of the Bible. Like, you're blasphemy, brother. Blasphemy when you say Allah is God of the Bible. Blasphemy. Shame on you. You're insulting the God of the Bible. Yes. هلا اخي روب الله عم يبيت صح؟ اخي روب يا هلا الله تبع الاسلام عم يبيت صح؟ طبعا طبعا فيك فرجينا مين هالبيضات على راس مين انكسروا؟ هاي ما اقدر افرجيها بس اقدر افرجيك الثانيه انكسر يمكن على راس محمد وحمدي ايش هاب ان جزاك من الله ايا ليك الله ده اسلام ليك ايا kannst du kurz den zeigen wer diese eier auf deinen kopf bekommt zeigt dir das in تفسير جايز تفسير القرطبي in تفسير القرطبي let me put it on the screen we find that Satan lays eggs. Who? Satan, Tafsir al-Qurtubi, chapter 18, ayah 50. Qurtubi. Mujahid said, Satan inserted his male private part. Satan inserted in his male private part into his female private part. So Satan has two private parts, female and male. So he does this to this, okay? And then, so Satan does dingy dingy to himself, and then he lays five eggs. This is the origin of his offspring. This is how he gets children. And it was said, Allah Almighty created for him a male private part, banana, and in his right thigh, this is in right thigh, and his left thigh of Satan, this is the left now, is female private part. So Satan has dingy dingy with himself. Nikah. The word is nikah, by the way, guys. You see how dingy dingy means nikah? This someone in the chat says it does not mean dingy dingy. It means marriage. With using this one, meaning the dingy dingy, with the other dingy dingy, you get a lot of dingy dingies, and you get 10 eggs. 10 eggs. And from every 10 eggs every day, you get 70 shayateen.
70 shayateen every morning, brother. Brother, sister. So since Satan, guys, since Satan is laying eggs, now let us go to Allah. Let us go to Allah to prove that Allah is a chicken like Satan. Allah is a chicken like Satan. Look, chapter 112, ayah 3. This is a false translation, by the way, but that's okay. Lam yalid wa lam yulad. He has not been begotten. He is not born, and he does not give birth. But wait, if Allah does not give birth like a normal human being, let's say, because we don't lay eggs, that means Allah is laying eggs like Shaitan, right? Who has not begotten and has not been begotten. There's a weird translation, but he has not been born. That's a more correct translation, and he does not give birth. So if Allah does not give birth, what is he doing? Laying eggs? Like say Shaitan? Leute, er sagt, gerade haben wir gelesen, dass der Teufel Eier legt. Yes. Und in Sura 112 Al-Ikhlas steht geschrieben, dass Allah weder zeugt noch gezeugt wurde. Das heißt, er muss wie der Teufel, wie der Shaitan auch Eier legen. Allahu Akbar. Look, is this good translation, guys? Er zeugt nacht. Yes. And nicht yes, zeugt that's better. Yeah, sorry. Yeah. It means not born and not given birth. Yes. So if he does not give birth, what is he doing? Laying eggs like Shaitan? Allahu Akbar. He's like Shaitan. Tafsir al-Qurtubi. I will do what? Unbelievable, this killed. Brother, is this topic finished or are you having because I have a question. Go ahead, brother. How did Mama bitte ganz kurz grüßen? Okay. Möchte ein Muslim hochkommen? Any Muslim? Mama kurz grüßen. Brother, I will show you something I have translated from you. I will show you what I mean I will show you what I mean because somebody has not understood. So any now, is there any okay. Brother, the updates are not ready for now. Ich muss arbeiten. Wir hören uns später. Okay, Bruder. Ich höre euch von hinten, ja. Achirop. Anna mich korrektiere, Achirop. Shukur an la'ilak. Allah itawal amrat. Rabbi kun ma'ak. Rabbi kun ma'ak, Habibi. Habibi. I have a question for you. Why does God tell people to rape little girls? It's Big Mo. Do you have a question? Why does God tell you to rape little girls? That's my question. Give a second, please. Let me go to the serving man. Allah, give me one second, it's Big Mo. Wait a second, Big Mo. Yes. Allah, I will show him something. Tell me why your God, Jesus Christ, tells you to rape little girls. Allah, you're confusing my God. Jesus Christ, why you tell you to rape little girls? Chapter 65, ayah 4. Rob, stop trying to run. Why does your God Why does your God tell you to rape little girls? Jesus Christ, why you tell you to do that? No, no, you're confusing your Allah with my God. I have it right here. Numbers chapter 31, verse 18. Why does he tell you to rape little girls? What if I can tell you the same stories in the Quran? Answer the question. So when you are attacking the Bible, are you attacking the Quran? Wait, hold on. So your answer is it's in the Quran. What's it in the Quran as well? So that's your answer? Well, you cannot have a cake and eat it too. When you attack the story, let's see. Leave the Quran for now. Leave the Quran. Tell me the answer after I can answer. I know you're always angry when you talk to me because my name is Rob Christian. I understand that. Oh my God, nobody cares about you, bro. Nobody cares about you. Not even your family cares about you. Well, you care because you come here because I'm here. You come to me. You are literally following me because I'm living rent free in your pagan minds. Yeah, joke. So no, you're a joke because you're following me. I'm following you. Say wallahi, I'm following you. This is why you come here. Say wallahi, I'm following you. This donkey here is always following me, by the way. And he says I'm a joke. If I'm a joke, why do you? Okay. Why it's for you so important? Right now, pull up your following page. If I'm following you, I'm a joke. He's obsessed. 65, ayah 4.
65 is in your Quran. Answer and the story about the Amalekites and answer the story about the Canaanites is in your Quran. Answer this question. I'm answering you. That's not an answer. That's not an answer. Answer it's why in the your Quran. God told you the to story great. Is in the Quran. Speak more, listen. Listen now. Danke. I'm listening. He's trying to say because it's in the Quran. That's his answer. Listen. Yes, because when you attack the Bible, you attack automatically the Quran because your prophet took it from the Bible and he put it in the Quran. Okay, can you answer me? Can you answer me? Last time, listen. Schmeiß ihn doch raus, Mann. Der macht sich die ganze Zeit wieder raus. And speak more last time. Last time what? Schmeiß ihn einfach raus, Mann. You get kicked then. I can't talk. Well, you need to be a real Muslim. A real Muslim who knows his Quran, he would not attack the story. Because the story is in the Quran, and like I said earlier, chapter 65, ayah 4, allows you to be a pedophile. 65:4 does not allow you to be a pedophile. And 65:4, okay, Allah says, Allah are says, you man enough to go through it? Allah says, wa la ilam yuhid. What does it mean? Allah ilam yahid means the girl means the women who have not had their menses yet. And if you know anything about Quran, if you know anything about Islam, if you hit the age of 15 and you still haven't had your menses, you are considered a woman in Islam. Okay, let us go through it. Are you ready to go through it, or are you? If you can answer me this, then we can go. If you can answer me this, we'll go through it. No, what because you cannot say have it too. You are taking the Bible and you claim that's about little girls. Yet it's in your Quran. What does it say right there? It says girl. I'm not saying it, but it says let little me show girl. You. Let me show you. Let me show you. I says I'm not making nothing up. Okay, let me show you and show you the tafsir. Let me show you the tafsir for it. You cannot have a cake. Oh my goodness. You're saying the tafsir says it? The tafsir is what's called a compilation of what people say. You. So don't show me if you're also, not showing directly from the Quran. What if I can show you that's in Sahih al-Bukhari as well? If you want to show me directly in the Quran. And if it was a Quran... Okay, a challenge. I challenge you to say Sahih al-Bukhari is a book from Satan. Go ahead. Who said that? See, now you're trying to say it. You're saying it now. Okay, go ahead and say the Bible is a book from Satan. I challenge you. I challenge you to say that Sahih al-Bukhari is from Satan. Yalla, say the Bible is from Satan then. Sahih al-Bukhari, volume 7, say it. Say the Bible is from Satan. Nobody said Bukhari is from Satan. Why are you putting words in my mouth? Okay, so you accept Sahih al-Bukhari, right? You lie. Of course I accept Bukhari. Okay, guys, he said that he accepts Sahih al-Bukhari. Okay, here, Sahih al-Bukhari. Page 57. Kitab al-Nikah, the Kitab of Dingy Dingy. Page 57. Volume what again? Volume 7. Translation. Okay, here. On top, right on top, the Hadith of Aisha, where she is marrying Muhammad at the age of six, and Muhammad did dingy to her when she was how old? 9 years. Immediately above Sahih al-Bukhari, 51:33, we get here the explanation, tafsir, for chapter 65, ayah 4. Let's see if you are a liar like Hamdi or not. Look, by virtue of the statement of Allah Ta'ala, here is the Arabic first. لِقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهِ لَمْ يَحِدًا وَاللَّهِ لَمْ يَحِدًا. Explanation for the ayah. At Surah Al-Talaq, ayah number 4. 65, ayah 4. فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرْ قَبْلَ الْبُلُوغِ. Meaning, by virtue of the statement of Allah, and for those who have no monthly courses, i.e., they are still immature babies. 65:4, and the idda, the waiting period for the girl, before puberty. When? Before puberty, still boom. Amateur babies. Boom. All right. Boom. All right. You said it's not about women. You said it's not about little girls. It's about okay, women. Where's women? Give me. All right, I'm going to respond, but don't interrupt me. This is Sahih al-Bukhari, huh? Sahih al-Bukhari. Okay, first thing I'm going to tell you is he said later, that this he asked me if I accept. He asked me if I accept Bukhari, and then he came to Bukhari and showed me something that's not even a hadith in Bukhari. First off, that's not even a hadith. So that's the first thing I want to say. But Bukhari has explanation too, Habibi. Bukhari. First lie. Okay, look. Bukhari has explanation. You asked me if I accept the hadith of Bukhari. This is tafsir for the Quran. Okay, did you ask me if I accept tafsir, or did you ask me if I accept Bukhari? What did you accept me? What did you ask me? What are you saying that Imam Bukhari doesn't Bukhari. Give tafsir? That's not what I said. You asked me if I accept the hadith of Bukhari. I said stop yes. Stop crying. But stop this crying. Is the book in Bukhari. This Rob, is the book. Rob, stop lying to people. That's not a hadith though. Stop crying. Stop crying.
Is it a hadith? Said it's not a hadith. Is it a hadith? What's wrong with you? Stop crying. What's wrong with you, bro? One second. Rob, can you answer my question? Is it a hadith? Well, yeah, of course it's hadith. Oh, he's lying. Oh, of course it's hadith. What is this? Okay, what is this then? What is this? What is this? What is this? That's not a hadith. That's a tafsir. So Imam Bukhari doesn't give tafsir? That's not what I asked. I asked you, is it a hadith? Imam Bukhari doesn't give tafsir? Rob, that's not what I asked you. I said, Imam, is it a hadith? No, you said yes. Question. Imam Bukhari doesn't give tafsir? He only gives hadith? Rob, is that what I asked you? I asked you, is it a hadith? You said yes. So why are you lying to people? Okay, what is Imam Bukhari's collection? Sahih? This entire collection, what is it called? Is this hadith or not? That's not what I asked you. I asked you, is it a hadith? And you said yes. Why are you lying? What is this, all of this explanation for the hadith? Okay, say that. Don't say so it's a hadith then. Stop okay, crying, man. Who is this? Okay, just a second. About who is this? About Aisha, right? Yes, that's about Aisha. Right, on top of Aisha, meaning your prophet, when he married Aisha and he split her moon in half, she was what? She did not reach the peak. That's not what that means. 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 Why is it on top of it? So you ask me, you're saying just because it's on top of it, that's what that means, right? It's on, of course. It's on top of it because it's sitting here explaining the verse to you. And second thing, I'm gonna answer your question, even though you lied about it being the hadith. I'll still answer it for you. The iddah for a girl that still has not had her menses, like her period, the iddah for a girl that is for a girl who hits the age of 15 and still has not had her menses. Lying, in Islam, man. She is considered an adult in Islam. So Aisha, when did Aisha? Let's see, when did Aisha hit puberty? She had her menses at 9 years old. Prove it. She had it with 14. Stop lying. No, just a second, brother. I want him to prove that she had her menses, her period at the age of 9. Go ahead. Prove it. All right, give me a second. Give me 1 second. I'll pull it up. Second. I'll come back right. Brother, spoiler. I'm going to barbecue like I'm barbecuing your pedophile prophet. Spoiler. Anything you bring, I will demolish it. Go ahead. Doesn't know anything about his religion. He is calling Jibril now. He is calling Jibril now. Prophet Google, peace be upon him. Guys, pinky promise, anything he brings, I will demolish it. Yes. I know. Even I can demolish him. Brother, can I show you now what I mean? But brother, don't let him run, huh? All right. Keep putting me on the big screen. Shake Google. Keep putting me on the big screen. Give him the big screen, guys. Let's see if you're going to bring a false translation, because I will cook you if you bring false translations. I will cook you if I bring false translations. Yeah, let's see. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam narrated by Aisha, I had seen my parents following Islam since the day of I attained puberty. False translation. Go to the Arabic. Oh my goodness. False translation now. Because now I'm showing you. Now it's a false translation, right? This is what? 476. It's false translation, didn't right? I tell you that I'm going narrated to cook you by Aisha, I had seen my parents following Islam since the day I attained puberty. Okay? Go to the Arabic. Don't play with me now, okay? Go to the Arabic. Go to the Arabic. You don't play with me. Ajay. Oh, you don't know who you're talking to. Oh my goodness. Here's the Arabic. Go to the Arabic. What does it say? Lam qalat lam uqil. Shu ma'anat lam uqil? Lam uqil means... What does it mean lam uqil? Lam uqil means that she was not mature. No, lam aql, she means she did not comprehend. Means you're in puberty? She was not mature. Not mature means puberty. No, oh my God. No. Sin al-bulugh means age of puberty. So what you're showing is false translation. It's not a false translation. Oh. If you want to bring another hadith, I'll bring another hadith for you. No, wait, you got cooked. I got cooked. Rob, you said puberty right there. I got cooked. I cooked him? It says puberty right there. Give me the big screen. My friend, you are cooked. Just wait. Give me the big screen. What is that word there? You are cooked and served already. Oh, what is the word though? Since you want to say I'm cooked. I'm receiving a phone call. She said I did not what? I'll go down, guys. Yeah, so the hadith obviously says puberty, and he wants to say that the translators don't know how to translate. Stop lying, wait. And my question still stands. Why does your Bible say you can drink? I received the phone call, so I had echo. Just a second, I had echo, okay?
A second. Look, قالت لم أعقل. This is the Arabic. She said, I did not understand yet. Meaning that's what only what she meant. So how did I did not understand become puberty? Because puberty is sun al bulugh in Arabic language. So this is a false translation. Look, this part, like always, they lie. It says here, I attained age of puberty. False translation. All right, let me ask you something, Rob. Let me ask you. All right, so when she says, that means when she got married, she was aqil. Why are you always lying? Tell me, why are you Muslims always lying? When she got married, that means she was an aqil woman, right? Lam aqil. Okay, but when she got married, she was aqil, right? No, she wasn't. Yes, she was. At six years old is not her, she's not puberty. We're talking about puberty. We're talking about puberty, Habibi. She said, okay, aqil though. Can a six-year-old girl, can a six-year-old girl understand things? Hmm. Can she say this is A and B, can she? Yes, she can. Does that mean that she reached the age of puberty? No. Now let me cook you. I'll give you another hadith since you want to say it's my turn. Here's my question real quick, and I'm just going to interject real fast. Why are you defending this so strongly? Why not just say he did this and it's okay in our religion? Why not just say that? Because he didn't marry her before puberty. Guys, just a second, please. That's a lie. Now let me cook him so he can't bring anything up anymore. Fath al-Bari. بشرح صحيح البخاري explanation for صحيح البخاري by Ibn al-Hajar al-Asqalani volume 10 فتح الباري. Okay, here's the book in front of all of us, page 544. When 544, here is talking about Aisha لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة. Meaning, during the conquest of Khaybar, when Muhammad attacked the Jews, remember? Khaybar, Medina. She was how old? 14 years old. Now let us continue. وَأَمَّا فِي غَزْوَةَ تَبُوكَ 2 years later, guys, 14 plus 2, how many years is that? 14 plus 2, how many years is that? 16. So at the age of 16, وَأَمَّا فِي غَزْوَةَ تَبُوكَ فَكَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ قَطْعًا 2 years later, she hit the age of puberty. بَلَغَتْ قَطْعًا She menstruated. That doesn't mean menstruated. بَلَغَتْ قَطْعًا That does not mean menstruated. So don't lie to people. Go to Google Translate. See what it means. Put it in front of everybody if you're not scared. Since you want to say it means menstruated. It doesn't mean menstruated. Okay, here. Age of puberty. All right, now what? سن البلوغ. بلغت سن البلوغ. All right, so where does it say menstruated? So when you reach puberty, what does it mean, brother? In Islam, what an idiot you are. Rob, let me ask you a question. Is puberty one year? Puberty is a range. It's from an age. Cry later. Waste of time, yallah. Age of puberty does not mean menstruation. Are you a donkey or what? Idiot. Next, Muhammad. Puberty does not mean menstruation. What does it mean? Shish kebab? Maybe falafel? Idiot. Allah. Next, Muhammad. Harut. Muhi, wir haben ein Thema. Ich wollte was fragen, ja? Nein. I had a question half an hour ago. Now I can ask. Nein, aber yeah. Guys, we have no time. Just a second, brother. We have no time for children. This is why I don't talk to this guy, to be honest with you. He follows me. I always cook him and then he comes back. You couldn't answer his questions. What you cook? Harun, mute him mal. Ich habe mal eine Frage. Seit halben Stunde warte ich. Halt dein Fresse, Abuti. Was Bleib hier. Shake has a question. Was sagt er hier? Halt die Fresse zu mir.
So kannst du mit deinen Kindern reden. Ich rede, wie ich will mit dir, du kleine Schwuchtel. Hey, ich schmeiß diesen kleinen Ding runter, bevor ich wirklich Ausdrücke sage. Unbelievable. He insulted him, Rob. He said, ich sag dir gleich, schmeiß ihn raus. Yeah, of course. Always, Muslims, always. Ich erkenne es sofort. Like Muhammad. Sperr ihn, blockier ihn gleich. Children, bro. Meine Güte. Now I have a question. Look, I have a translated one video. I show to you. You hear? Look what? وهو اسم عيسى ابن مريم قلبوه في تعريبه مرة أخرى قلبوه في تعريبه. Translation: and عيسى is the Arabized name of Yeshua. Yeah. Basically, he says. Basically, yes, I translated it. I know. Basically, yeah. He is saying how you. Where is it backwards from Yeshua to Isa? Brother. Where is it backwards? Can you explain that? Yeah, you need to understand, brother. It's not literal upside down. When we say qalabu bitaribi, he means when they made it Arabized. So let's say you use a Chinese name and you make it into English or German. Not literal upside down. I'm not saying it's literal. The meaning changed upside down. Meaning changed upside down. So when you Arabize something or you make something German, that when you're going to make it in a new language, it becomes upside down. That's what they're saying. Qalabu fi ta'aribi, meaning Arabized. Upside down when Arabized. Did you catch it? Yes, yeah, brother Rob, so I have to go. I have to go out. I had a warning. I have to go out and come. Because of yes. Yeah. My cigarette, when you are Arabizing cigarette. It, Arabizing it. So it's not literal upside down, right? But also, I have explained it in the right way. In the video, because you know, I love to joke always around. So I said, well, if you Muslims can do that, let me also do it to Muhammad, because I'm now using the name Muhammad into English, and let me do it upside down. I can do that because you insult Jesus. And by the way, in the other video, we showed also the meaning of Mary. She was literally a woman who loves to be around men. So in other words, guys, in Islam, Maryam is literally a whore. She's a qahba. Because she loves to hang around men. I will start the stream again. I will start the stream again, okay? Because I had a warning. Because Sheikh shows the cigarette. Ja, Bruder, da ist von meinem Ding Aschenbecher.